Ich habe eine Reiki-Ausbildung. Ich habe eine Reiki-Ausbildung. Reiki Wie ist so. bitte? Was? Du Ich hast habe was? während meines Reiki, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist so mit Hand auflegen, also nicht Hand auflegen. Also Was? Reiki bedeutet eigentlich, Energie. die, Heilenergie. das Universum schickt durch mich Heilenergie, glaube ich. Du Weiß nicht mehr hast genau. was? Lass mich noch mal ausreden. Ich habe nur den ersten Grad gemacht. Und zwar war während des So. Studiums. Meine Frau, das unbekannte Hat Wesen, es während ist des unfassbar. Hätte ich beim Pärchenabend erzählen sollen, Scheiße. Test, Test 1, 2. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der restgut vorbereiteten Moderationsbemühungen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute eine zweite Folge von Hilfe, mein Onkel schwurbelt machen dürfen. Oder sagen wir es so, wir freuen uns eigentlich Nein. nicht, dass wir sie machen müssen. Wir freuen uns aber, dass wir sie machen können, weil wir nämlich tatsächlich einen Anlass haben. Und dieser Anlass ist das Buch, das geschrieben wurde von... Ah, guck, bam, da ist es schon. Genau. Es gibt zwei davon, wie man sieht. Genau, von Ulrike Schießer und Holm-Gero Hümmler. Holm-Gero Hümmler ist gerade im Moment noch in den letzten Zügen seines Bootsführerscheins, glaube ich, oder sowas und muss da noch ein bisschen konzentriert zuhören. Wir nutzen diesen Moment, um kurz mal zu prüfen, ob wir denn alle außer Holm auch gut hören können. Ulrike, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch laut und deutlich. Super, wir dich auch. Grüße aus Wien. Servus. Wir müssen ja auch immer mindestens eine Person mit österreichischem Idiom in unserer Runde haben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Danke, dass du diese Position heute besetzt. Dankeschön. Großartig, wenn man wahrscheinlich nicht genau wirklich sagt. Dann haben wir Gott sei Dank heute wieder dabei die Person, die demnächst den Edeka Wollny Geschäftsführend übernehmen wird. Bernd Harder. Hallo Bernd. Meine Schwester hatte einen Edeka-Laden, da wo ich so komme, als ich könnte. Ich könnte das sofort machen, aber. Außerdem. Es gibt nichts, was du Bernd Harder sagen kannst. Wo er nicht sagt, ja, da könnte ich natürlich. Und eine andere Person, die auch könnte natürlich, und zwar, wenn sie wollte, jedes Buch der Welt innerhalb von 4 Minuten aus ihrem Westflügel holen. Hallo Lydia. Hi. Habe ich nicht untertrieben, oder? Du hast alle Bücher. Möglicherweise. Hast du schon das neue Buch von Holm und Ulrike? Natürlich. Okay. Gut. Da hast du mir was voraus, Lydia. Du hast es noch nicht. Echt? Also ich hab's wieder nicht, weil wir haben ja bei der Con alle meine Exemplare verkauft. Oh. Und seitdem warte ich darauf, dass ich welche nachgeliefert bekomme. Das, ja, das haben Verlage gern, dass man seine Belegexemplare verkauft. Da freuen die sich immer. Ja. Nein, das waren bestellte. Die Belegexemplare sind noch nicht gekommen. Holm, heute ist der Tag zum ersten Mal der Tag, wo ich dir sage, du darfst dich ein bisschen leiser machen. Ich? Ja, zum ersten Mal. Gut. Aber ich werde es nie wieder tun. Aber es ist tatsächlich so. Und dann in der linken oberen Ecke, meine Damen und Herren, Alexa und Alexander Waschkau. Hallöchen. Moin. Guten Abend. Das war betont knapp. Bin ich gar nicht gewöhnt. Alexander, bitte, komm. Das kann nicht sein, dass du einfach nur guten Abend sagst. Und ich bin sehr erschöpft. Ich bin heute ein bisschen maulvoll. Ich rede ja auch so ungern eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, außerdem ich muss da mal hast sehr du dir heute schon auf Twitter Luft gemacht, glaube ich. Ja, ich hatte heute ein bisschen schlechte davon. Laune. Wieso? Was ist passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Oh Gott. Verschiedene Dinge. Ich habe mich über Herrn Merz aufgeregt. Das alle beleidigt. Ich habe mich über Herrn Söder aufgeregt. Ich habe mich eigentlich über alle aufgeregt. Okay. Ich habe irgendwie Menschen, die Impfpflicht blöd. Also mich hat heute alles genervt. Deswegen bin ich jetzt mal ruhig, sonst sage ich was Schlimmes. Du hast heute Menschen, die Impfpflicht. Du hast heute Menschen, die Impfpflicht blöd? Ja. Dann. Und zwar so richtig. Ja. Blöd angeschossen. Dir werde ich soll mal ich das mal definieren, was Alexander meinte? Das wäre gewesen blöd angeschossen. Ich glaube, ich hab's auch so. Ich meine, weil wir einfach so einen Draht haben. Ja, Ignoranten unter sich verstehen sich dann doch wieder erstaunlich gut. Wir sprechen heute über Hilfe, mein Onkel. Du hast Sophia nicht vorgestellt und du hast Holm nicht richtig vorgestellt. Ich sag's nur. Ah, danke. Danke, Alexander. Ich wollte es nur. Wir sprechen heute
über Hilfe mein Onkel schwurbelt und was ich natürlich auf gar keinen Fall vergessen möchte, ist meine eigene Ehefrau. Hallo Sophia. Weißt du, dass das mindestens das zweite, vielleicht sogar das dritte Mal ist, dass du mich vergessen hast? Ich hab dich doch nicht wirklich vergessen. Ich hab hier so einen Zettel und mach so Striche. Ich hab dich doch nicht wirklich vergessen. Im Aber Sinne ich krieg dann Fotos von den Zellen nachts geschickt, wenn Sophia nicht schlafen kann. Ja. Mit Sprachnachricht. Und diskutiere dann mit Alexander, was ich denn tun kann. Außerdem heute mit dabei. Neues Arbeitsthema. Holm, kannst du vielleicht einfach mal kurz. Außerdem heute. Mach dich mal leiser, Holm. Dabei Holm Gero Hümmler. Trotz allem, hallo Holm. Hallo Tommy, hallo Runde. Ihr habt, also Ulrike und du, ihr habt ein Buch geschrieben und das Krasse daran ist, dass ich das sofort wieder zu Alexander zurückspielen kann, damit der zufrieden ist. Denn. Irgendwie ist der Alexander ein bisschen ursächlich, dass ihr beide zusammen ein Buch schreibt, richtig, Alexander? Ich glaube ja, aber das kann der Holm viel besser erzählen. Jetzt mach ich mir Sorgen. Ja. Alexander, alles nein, okay? Also gut, ich kann es ja kurz erzählen. Der Holm hatte länger, nein, der Verlag, glaube ich, Holm, hatte die Idee, dass du ein Buch zu diesem Themenkomplex schreibst. Und dann hast du einen Psychologin oder Psychologin gesucht, die das Buch mit dir schreiben könnte und hast dann irgendwann bei mir auch angefragt. Irgendwann? Nachdem ganz viele abgesagt haben. Genau. Wollte mal keiner, ja. Eine lange Liste. Das, wenn das so losgeht, wird das gleich nicht besser, was ich sage. Weiter. Und dann habe ich zu Holm gesagt, dass ich das sehr, sehr gerne machen würde, aber dass ich Holm zu sehr schätze, als dass ich zusage und das dann nicht gebacken kriege, weil ich keine Zeit habe und weil ich weiß, dass Holm, wenn er Projekte angeht, die auch fertig haben will. Mhm. Und mir war damals schon klar, dass ich das nicht schaffen werde, weil ich wusste, was so alles ansteht bei mir. Mhm. Und dann warst du auch ein bisschen geknickt, Holm. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass du das jetzt nicht so toll fandest, das dass toll. Ich nein gesagt habe. Nee, so, also ja, an und für sich irgendwie schon. Andererseits war es mir wesentlich lieber, als wenn du gesagt hättest, mach ich. Ah, ja, wir gucken mal, ob das klappt. Und dann habe ich aber gedacht, Mensch, weil du ja gesagt hast, um was es in dem Buch gehen soll, dann habe ich mich an die Ulrike erinnert, mit der ich da auch schon Gespräche zugeführt hatte und wir haben irgendwann mal sehr lange zusammengesessen, da habe ich einen Vortrag in Wien gehalten und eigentlich wollte ich irgendwo einen Kaffee trinken gehen, dann sind wir ja irgendwie bei dir in deinen Praxisräumlichkeiten ein bisschen versackt und haben uns quasi totgequatscht den ganzen Tag und dann habe ich gedacht, Ulrike wäre genau die richtige Partnerin für das Buch und dann habe ich euch, glaube ich, untereinander die Kontaktdaten mal zukommen lassen und daraus ist dieses tolle Buch entstanden. Ich bin jetzt ganz doll froh, dass das so gekommen ist, weil die Ulrike das viel besser gemacht hätte, als ich das jemals hätte können. Insofern. Ja, ich war die 12. Wahl und bin total happy. Ich wollte ja sagen, das wird nicht besser, wenn ich die Geschichte erzähle. Dich hätte ich gar nicht zuerst fragen können, weil ich dich noch gar nicht kannte. Ah. Und das, sehr gut, Holm. Das Buch heißt wunderbarerweise Fakt und Vorurteil. Ist selbsterklärend, finde ich, der Titel. Finde ich ganz, ganz großartig. Was besonders beeindruckend ist, also ich weiß von dem Buch bisher außer dem Cover und deinem wirklich exzellenten Vortrag auf der Ferngesprächkammer noch nicht so viel, aber die Sophia hat, du bist fast fertig, glaube ich, ne? Bin fertig. Bist fertig. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Genau, die Sophia fasst mal kurz zusammen. Und was aber schon auf der Con so beeindruckend war, neben der Tatsache, dass ihr wirklich mit Leuten Gespräche geführt habt, die für mich sehr erhellend waren, wie du sie wiedergegeben hast, ist, dass es auch so strukturell aufgebaut ist. Also, dass man wirklich, also ich habe das Gefühl bekommen, dass dieses Buch tatsächlich so ist, dass ich irgendwo nachschlagen kann und gucken kann, aha, das ist dieses Thema und jetzt, weil mein Chef so und so und so ist und jetzt gucke ich mal. Ist das richtig so oder war das Absicht oder ist das glücklicher Zufall oder? Nein, die Struktur haben wir gewürfelt. Nee, also... Die du machst so lange mit Bernds Sendung, das geht so nicht. Ja, also die grundsätzliche Idee war, glaube ich, ein Buch nicht zu machen, wo man differenziert wie diskutiert man mit Esoterikern, wie diskutiert man mit politischen Extremisten, wie diskutiert man mit Verschwörungsgläubigen.
weil das alles irgendwie relativ selbstähnlich ist. Aber die Frage, diskutiere ich mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne im Internet oder mit meiner Mutter, ist natürlich ein Riesenunterschied. Insofern war es relativ schnell klar, dass wir das so ein bisschen nach Situationen strukturieren wollen. Und Ulrike, du hast vorhin im Vorgespräch etwas sehr Erhellendes gesagt. Du hast gesagt, du möchtest in deinem Beruf die Möglichkeit haben, Leuten auf ihre Fragen, die sich ja durchaus wiederholen, zumindest so jetzt im Groben, einfach sagen zu können, lesen Sie halt mein Buch. Genau, also reine Faulheit. Das ist nichts als Faulheit, dass ich nicht immer eine Stunde lang ganz extrem was erklären muss. Jetzt sage ich immer, lesen Sie das, dann diskutieren wir weiter. Also das ist super, da baut man schon mal was auf und das ist ganz praktisch. Außerdem, lesen Sie es, ich bekomme 50 Cent. Ganze 50 Cent. Kaufen Sie es. Ja, muss man wirklich mal, wir müssen mal extra drüber reden, wo wir einfach nur eine Autorenperson nach der nächsten einladen und sagen, bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du von deinem Buch verdienst? Nein! Okay, nächster. Und es ist wirklich der Hammer. Könnt ihr da ein bisschen mehr drüber elaborieren, bevor wir dann tatsächlich in die Fallbeispiele gehen und auch den Rest des Plenums hier mit einbeziehen? Ein bisschen was vielleicht über die Entstehung des Buches, wie ihr gearbeitet habt, wie es so ist, wenn man mit Leuten spricht, mit denen ihr da gesprochen habt. Einfach mal so für ein paar Minuten ein bisschen plaudern aus dem, wie das Ding entstanden ist. Das fände ich sehr faszinierend, weil mir fehlt die Vorstellungskraft tatsächlich und ich habe einiges an Vorstellungskraft. Mir das zu denken, wie das überhaupt ist, sowas schreiben zu dürfen. Ich wollte nicht müssen sagen. Ja, wir haben ja schon seit. Fangst du an? Nee, fang du an. Ich fang an. Okay, also, Bernd fängt an. Wir schreiben eigentlich schon seit 2 Jahren dran. Also das ist ja eigentlich schon lang vor der ganzen, Corona-Pandemie entstanden. Wir haben begonnen, da war das noch überhaupt kein Thema und da war einfach, also sozusagen, es hat bereits vor Corona genau dieselben Themen und Probleme sind bereits auf der Hand gelegen. Also diese Frustration, Wissenschaftskommunikation gut zu machen. Und bei mir ist es ja mein Job, ich mache seit 12 Jahren nichts anderes, als diese Gespräche zu führen oder Menschen zu coachen, die solche Gespräche führen müssen. Einfach über die Bundesstelle für Sektenfragen und dadurch war das schon so auf der Hand. Also das war für mich relativ klar, auch schon welche Situationen sind es, die immer wieder kommen, welche Problemfelder, weil die einfach im Beratungsbereich immer wieder und wieder auftauchen. Könntest du die jetzt runterrasseln einfach so? Ja, also Problemfelder sind einerseits alles, was online passiert, also wenn ich mit jemandem online diskutiere, alles, was im Bereich Familie und Freundeskreis ist, mit einem Spezialblick auf Paarbeziehung, was ist, wenn es innerhalb der Paarbeziehung eben diesen Konflikt gibt und was ist, wenn es Kinder und Jugendliche betrifft und da auch nochmal ganz speziell, was ist, wenn man aus dem psychosozialen Bereich kommt, Richterin, Sozialarbeit, Lehrpersonal, also wie gehe ich da um, wenn Kinder und Jugendliche, für die zuständig sind, da vielleicht in irgendeiner Weise ein Problem haben, gefährdet sind. Und dann war nur das Bereich Arbeitsumfeld. Also was ist, wenn mein Chef, Chefin mir irgendwelche Produkte oder Kurse aufdrängt, was dann hast du, da ist was ganz Tolles und da musst du hinfahren und das ist super und du musst das halt selber zahlen. Aber den Flug habe ich dir schon gebucht. Auf deinen Namen. Okay. Genau. Und auch wieder, also lauter Beispiele aus der Praxis. Also es war relativ leicht, weil ich aus jedem dieser Bereiche sofort zack, zack, zack ein Beispiel nach dem anderen habe. Und ich habe dann auch viele davon eingebaut. Und du hast die eingebaut und hast die dann dem Holm geschickt und hast gesagt, jetzt recherchier mal, oder? Nein. Holm. Also der Grund, warum ich dauernd jemandem ins Wort falle momentan, ist, dass ich so einen leichten Zeitversatz drin habe und ich immer gar nicht merke, wenn jemand gleichzeitig spricht. Ich weiß nicht, warum das gerade bei mir so ist. Aber irgendwie auch ohne Zeitversatz so. Aber ja, aber heute ist es, glaube ich, noch schlimmer als sonst. Mir ist kein Unterschied zu sonst aufgefallen und das sollte dir zu denken geben. Bitte beantworte meine Frage. Also für mich war halt die große Frage, was trage ich zu einem Buch bei über ein Thema, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, weil fachlich das ja jetzt nicht unbedingt mein Thema ist. Und dann war eigentlich schon bei den ersten Gesprächen mit dem Verlag so, weil ich bin ja nicht von mir aus drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben, sondern der Verlag wollte das haben.
War eigentlich relativ schnell klar, ich kenne aber relativ viele Leute, die da wahnsinnig viel Erfahrung haben. Also beispielsweise der Bernd oder beispielsweise die Lydia oder natürlich auch Alexander und Alexa, mit denen haben wir jetzt kein formelles Interview geführt, aber trotzdem die ganze Zeit gesprochen. Und dementsprechend war für mich irgendwie auch klar, okay, ich versuche einfach mal die Kontakte zu aktivieren. Und das war für mich eigentlich wirklich das absolute Highlight daran, dieses Buch zu schreiben, dass ich einfach eine ganze Reihe von Interviews mit wahnsinnig spannenden Leuten führen durfte, die ich irgendwann mal kennengelernt habe oder die mir irgendwer empfohlen hat. Mhm. Also von Susan Blackmore, der englischen Parapsychologin, die wirklich also eine Legende in dem Feld ist. Und zu Chris French, der auch im Bereich Parapsychologie wahnsinnig viel gemacht hat. Gut, Christa Federspiel hast du interviewt. Britt Mary Hermes, die vor ein paar Jahren bekannt geworden ist, als sie verklagt worden ist von einer Naturheilerin, die sie kritisiert hat, die früher selbst in einer Naturheilpraxis tätig war und sowas auch studiert hat und dann praktisch ihren Job hingeschmissen hat. Nathalie Grams mit einer relativ ähnlichen Geschichte. Also ganz, ganz viele Leute, die eine ganz spannende Biografie hatten. Jessica Sharp, ein ehemaliges YouTube-Medium, die hatte zwischenzeitlich 1 Million Follower auf YouTube, bis sie irgendwann festgestellt hat, dass sie ja, wenn sie sich so als Medium feiern lässt, irgendwie eine Verantwortung auch hat für die Leute, die da ihre Fans sind und die auf sie hören und sich irgendwie und von ihr irgendwie eine spirituelle Führung erwarten. Und als sie irgendwann festgestellt hat, dass da ganz, ganz viele Leute drin sind, die, sagen wir mal, psychische Probleme haben, die eigentlich eher eine ganz andere Art von Hilfe bräuchten. Und als sie festgestellt hat, dass auch ganz, ganz viele von den anderen Leuten, die in dem Geschäft unterwegs waren, halt wirklich teilweise bewusste Scharlatane waren, hat sie einfach gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Und also mit solchen Leuten zu sprechen, wie die umgedacht haben und was, also es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, wir haben jetzt quasi diese zwei Zangen. Das eine ist, Profis, Kommunikationsprofis zu befragen, wie sie ihren Job machen und auch einfach, die schon ganz viel Erfahrung in diesen Gesprächen haben und schon eine Idee haben, mit was komme ich durch und mit was nicht und die schon realistische Einschätzungen haben. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich die Menschen, die diesen Umdenkprozess selbst einmal erlebt haben. Also das sind sozusagen die zwei Perspektiven, die wir in dem Buch zusammenführen. Und manche natürlich überschneidet sich das, aber vor allem diese Seite die Personen, die in irgendeiner Weise in einer Ideologie waren, das kann eine religiöse Idee sein, das kann ein politischer Extremismus sein, Verschwörungstheorien. Was hat die dazu gebracht, dass sie ihr sozusagen Irrtum erkannt haben und dass sie komplett ihr Weltbild verändert haben? Und ich finde, an diesem Punkt anzusetzen, und das ist jetzt auch, was ich natürlich von meiner Arbeit das Privileg ist, dass ich mit ganz vielen solcher Menschen spreche, die Aussteiger sind von irgendetwas. Oft, bei mir ist es natürlich oft eher religiöse vereinnahmende Gemeinschaften, aber das ist ganz, ganz ähnlich, wenn ich mit jetzt einem ehemaligen Neonazi sprich oder einem IS-Kämpfer, das sind ganz, ganz viele Parallelen immer. Und das finde ich irrsinnig spannend, weil die einfach eine Einsicht haben in das Thema von innen sozusagen. Wie fühlt sich dieser Umdenkprozess von innen an? Was hat denn, und ich finde, ich stelle immer jeder dieser Personen, mit denen ich spreche, immer diese Frage: Was hätte dein Umfeld tun können? Was hätten die sagen können, deine Familie, deine Freunde? Hätten sie irgendwas machen können, damit du früher zu dieser Erkenntnis gelangst, bei der du jetzt bist? Mhm. Und ich kriege immer dieselbe Antwort. Immer, immer. Die sagen jedes Mal, nein, da hätte man nichts tun können. Das ist unglaublich frustrierend zum einen, aber die sagen immer, nein, ich habe Zeit gebraucht, ich habe das für mich erfahren müssen. Also es gibt nie so diese Zauberformel und dieses tolle Argument, das wird selten genannt. Und es ist vor allem nie so eine Sache, ein Gespräch, ein Punkt, sondern es ist immer ein langer Prozess. Und es muss immer in der Person innerlich auch was passieren, dass sie bereit ist, zumindest zuzuhören. Vorher. Ich fand in der Hinsicht wahnsinnig spannend Susan Blackmore, die eben in der Parapsychologie wirklich
eigentlich ihre Doktorarbeit über parapsychologische Forschung gemacht hat und versucht hat, die Existenz von übersinnlichen Phänomenen zu beweisen in ihrer Doktorarbeit, wofür sie keine Stelle gekriegt hat. Das heißt, sie musste sich auch noch ihre ganze Arbeit selbst finanzieren. Und es hat 5 Jahre gedauert, bis sie irgendwie an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, okay, was ist, wenn das alles tatsächlich nicht existiert, diese Phänomene? So, und ich habe sie dann gefragt, was hätte denn jemand sagen können, um dich schneller an den Punkt zu bringen? Und ihre Antwort war, ja, aber das war doch wahnsinnig schnell. Oh. 5 Jahre. Oh, und ich dachte, Lydia, ich habe eine anders herumme Frage. Ich glaube, das ist grammatikalisch ganz schlimm, was ich gerade gemacht habe. Du hast ja, wie die Fans des Ferngesprächs wissen, lange Jahre Gespräche geführt mit Zeugen Jehovas und mit anderen Leuten, weil dich das so interessiert. Vielleicht ist es jetzt auch eine blöde Frage, aber hätten die irgendetwas sagen können, deiner Meinung nach, was dich vielleicht überzeugt hätte, ihnen mehr Glauben zu schenken und vielleicht in diese Gemeinschaft, ich will nicht direkt sagen eintreten, aber mehr echtes, also nicht das psychologische Draufschauinteresse, sondern echtes Interesse zu zeigen und dir vielleicht zu überlegen, vielleicht ist ja wirklich was dran. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe natürlich darüber nachgedacht, warum ich die subjektive Erfahrung gemacht habe, scheinbar so eine gewisse Immunität gegen religiöse Überzeugungen aufzuweisen. Und natürlich ist man nie objektiv auf sich selbst bezogen. Also habe ich nur so ein paar grobe Überlegungen. Eine Sache war, dass ich ja ursprünglich katholisch sozialisiert war. Also mir als Kind auch lange nahegelegt wurde, dass es diesen übersinnlichen Gott gibt. Und was mich davon zunächst wegbrachte, war, dass in der katholischen Theologie derartig viele unlogische Dinge existieren, dass ich gedacht habe, okay, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und ähnlich war es dann, als ich mir die Erzählungen der anderen Glaubensgemeinschaften anschaute. Für mich ergaben sich relativ schnell logische Inkonsistenzen, die dir niemand erklären konnte. Es hätte für mich kein, also ich konnte mir nicht vorstellen, wieso man dieses Konstrukt, so wie es mir präsentiert wurde, glauben sollte, weil ich zu viele logische Inkonsistenzen der Meinung war, wahrzunehmen. Aber da gibt es noch eine andere Komponente, nämlich, ich glaube, die haben auch nichts angeboten, was irgendwie mein Bedürfnissystem gecrasht hätte. Weil ich glaube, wäre ich in irgendeiner Form emotional irgendwo so bedürftig gewesen, dass sie ein Angebot gemacht hätten, was diese Bedürftigkeit vielleicht befriedigt hätte, dann glaube ich, hätte die Logik vielleicht dann auch nachgelassen, weil man kann ja sich auch Dinge irgendwie wegrationalisieren, Confirmation Bias und so weiter. Das heißt, sicher hätte es Mechanismen gegeben, um mein Problem mit der Logik dieser ganzen Konstruktion zu überwinden, wenn der emotionale Mehrwert für mich da gewesen wäre, der aber glücklicherweise nicht angeboten wurde für meine Motive oder Bedürfnisse. Genau. Und ich glaube aber, dass da der Punkt ist, wo man Menschen auch kriegen kann, egal wie sehr sie es vielleicht rational durchaus hinterfragen würden, wenn sie nicht gerade dieses Bedürfnis hätten. Weil sie emotional in diesem Versprechen, in der Gruppe, wie auch immer, irgendetwas finden, was ihnen das andere Leben nicht gibt. Ich glaube tatsächlich, das ist ganz wichtig, auch weil ein ehemaliger Arbeitskollege von mir inzwischen hauptsächlich aktiv ist, um Menschen zu deradikalisieren aus dem Spektrum des Islamismus. Und er geht in Gefängnisse, wo er halt mit denjenigen arbeitet. Und ich habe ihn einfach gefragt, worauf dieses Konzept aufbaut. Wie macht man das genau? Also wie macht er das und nach welcher Logik? Und im Prinzip sagte er, dass es weniger Sinn mache, über irgendwelche theologischen Dinge zu reden, sondern tatsächlich eher der Ansatz sei, zu gucken, was gibt den Leuten das? Also welches Motiv wird befriedigt? Okay. Und er meinte, wenn man dieses Motiv durch das Gespräch versteht, lebensgeschichtlich, welches Motiv befriedigt wird und versucht, Alternativen aufzuzeigen, dieses Motiv anders befriedigen zu können, dann sei sozusagen gar nicht mehr das Konstrukt so entscheidend, sondern die Frage, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, dieses Motiv zu befriedigen. Ich weiß nicht, Ulrike, spannend. Ob du das so... Ja, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir sagen immer so, Sekte ist im Prinzip ein Lösungsversuch für ein Grundproblem. Also jede Form von Mitgliedschaft in irgendeiner problematischen Gemeinschaft ist eigentlich der Versuch, eine Angst zu stillen. Es ist immer ein Bedürfnis da. Oft ist es ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, wichtig zu sein, dazuzugehören, Sicherheit zu bekommen, simple Antworten auf komplexe Fragen, bedeutsam sein. Und diese Gemeinschaften geben dir das einfach. Und solange dieses Bedürfnis da ist und nicht anders befriedigt werden kann, ist es auch ganz schwierig, jemanden klarzumachen, warum er die Gemeinschaft verlassen soll. Warum soll er das? Also die Gemeinschaft ist bereits ein
Lösungsversuch für etwas. Es gibt ja diesen Spruch, dass quasi die IS-Rekrutierer einfach auch gute Sozialarbeiter sind, in gewisser Weise. Auf zynische Art und Weise trifft es ja auf Nazis in Deutschland und Co. auch zu, dass die eben den Kindern Freizeitangebote machen, dass Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Musik. Du hast ja mal mehrfach schon mal angedeutet, dass du ja so grundsätzlich, insbesondere früher, schon sehr fasziniert warst oder eigentlich ist irgendwie immer noch bist von düsteren, gruseligen, unerklärlichen und so weiter und so fort. Was glaubst du, ist der Grund, dass du eben jetzt nicht als Geisterheiler oder Geistersucher oder Ghostbuster durch die Gegend ziehst und diesen Thrill immer wieder suchst und daran glaubst? Also das ist eine Frage, die ich mir wirklich ähnlich wie Lydia schon sehr, sehr lange stelle. Und ich glaube, es war bei mir die Erkenntnis, dass ich relativ leicht wirklich auch wie Lydia es angedeutet hat, so eins mit dem anderen ersetzen konnte. Also ich habe natürlich, bin ich irgendwie christlich sozialisiert, bin irgendwie in der evangelischen Kirche aufgewachsen, war Lektorin. Das heißt, ich habe an Gottesdiensten mitgewirkt und das war auch ganz schön, weil man da lernt, vor Menschen frei zu sprechen. Also Lektorin, nicht die Lektorin, die Bücher redigiert, sondern... Nee, sondern das ist jemand, der dann... Vorliest. Der am Schluss sozusagen die Termine vorliest und noch ein Sprüchlein vorliest und irgendwie erzählt, was in der Gemeinde so los ist in der kommenden Woche und solche Geschichten. War alles so ganz nett, aber da war auch schon sehr, sehr früh einfach ein leiser Zweifel da. Ich glaube, das kam auch ein bisschen, weil ich mich sehr für Geschichte schon immer interessiert habe und relativ schnell durch ein Beschäftigen mit Geschichte festgestellt habe, wie der christliche Glaube entstanden ist, beziehungsweise wie er als Konstrukt zusammengebaut wurde, kann man schon fast sagen. Und dass der christliche Glaube auch immer, bitte verzeiht mir, liebe Christinnen und Christen, auch ein Machtinstrument gewesen ist. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat bei mir früh zum Zweifeln geführt. Dann muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich auch mal zwischendurch in der Phase, wo ich das einfach alles stinklangweilig fand, was da so passiert. Da waren es dann bei mir wirklich eher so esoterische Sachen, Karten legen, Pendeln und so weiter, die ich irgendwie viel cooler und spannender fand, weil da konnte ich irgendwie selber was machen, da war ich irgendwie viel mehr mittendrin. Da konnte ich mir selber Antworten auf Fragen, die ich hatte, erarbeiten. Und irgendwann habe ich halt, das habe ich ja schon erzählt, gemerkt, dass das eigentlich keine Entscheidungshilfe ist, sondern dass man sich abhängig macht von solchen Sachen. Das war eine Erkenntnis bei dir, alleine ohne irgendeinen... Ja, das war wirklich etwas, was ich mit mir alleine ausgemacht habe. Und ich komme aus einer Familie, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, wo zum Beispiel auch Astrologie viel praktiziert wurde, also wo... Wirklich, wenn man neue Menschen kennengelernt hat oder sonst irgendwas gewesen ist, spielte immer ein Horoskop eine Rolle. Das heißt also, es wurde immer erst geguckt, passt das denn auch und wie ist das denn jetzt und wie wird das Jahr ausschauen? Sollte man dies machen, sollte man jenes machen oder vielleicht lieber nicht? Das ist inzwischen alles völlig passé, aber als ich bis so Teenager, frühe 20er oder so, da war es gang und gäbe, habe ich also wirklich so erlebt. Und ich habe halt gemerkt, dass das ein sehr, sehr enges Korsett ist, in das man sich da rein begibt. Und ich hatte, glaube ich, irgendwann auch einen zu großen Freiheitsdrang. Kommt natürlich dazu, dass ich auch dann ein anderes Umfeld hatte. Ich hatte Freunde, die sich dafür nicht so doll interessiert haben. Also ein paar schon, aber halt nicht alle. Dann guckt man eben mal über den Tellerrand und kriegt ein bisschen was anderes mit. Irgendwann wird es dann wichtiger, irgendwie feiern zu gehen am Wochenende, als irgendwelche Karten zu legen. Und dann führte so wirklich so eins zum anderen. Und ich habe halt gemerkt, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich möchte jetzt einfach andere Sachen machen. Ich möchte einfach irgendwie meine Entscheidungen ohne irgendwelche Hilfsmittel treffen. Und dann war das Thema auch irgendwie für mich durch. Hätte das also, letzte Frage, hätte das auch anders laufen können? Oder würdest du jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich... Nee, ich glaube, bei mir war das zwangsläufig so, weil spätestens in dem Augenblick, wo ich das Studium angefangen habe und ich habe ja mit Geschichte angefangen, da hätte ich nochmal einen viel intensiveren Blick drauf gehabt und dann habe ich ja irgendwann mit Kulturwissenschaften angefangen und da guckst dann du dann natürlich nochmal wissenschaftlich drauf. Ich finde das deswegen so interessant, was ihr erzählt, weil es ein bisschen dieses ungläubige Staunen relativiert, was man ja oft hat oder was ich oft habe, wenn ich so bei Twitter durchscrolle, doomscrolle, mir denke, sag mal, sind die denn alle, das kann doch alles nicht sein. Und also, dann, ja genau, du wärst der Nächste gewesen und ja, Bernd und Sophia, ich werde euch das auch noch fragen, denn das interessiert mich wirklich. Wie ist das bei dir? Wie nah war es überhaupt jemals nah bei dir, dass du in so eine Richtung kippst oder nicht?
Wollte dich jetzt ungern unterbrechen, wollte nur adressieren, dass ich dir auch noch was zu sagen kann. Also wenn du noch was ausführen willst. Nein, das ist, ich wollte eigentlich nur elaborieren, warum mich das so interessiert, aber das habe ich ja nun getan. Ich hätte es jetzt nochmal paraphrasieren können, aber warum sollte ich? Bitte. Ja. Bei mir war es so, dass ich, und das ist das auch, wenn man Umfragen sich anschaut, gar nicht unüblich, dass ich sehr, sehr interessiert war an UFO-Phänomenen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert und das habe ich auch sehr unkritisch wahrgenommen, weil ich, und das war so, aber da reden wir jetzt von einem Alter, wo ich so, also später Adoleszenz, also vorm Studium noch so, aber so von 16 bis 19 oder so. Ganz gefährliches Alter. Wo ich so, ich sag mal so pseudo-intellektuell skeptisch unterwegs war. Also auf der einen Seite schon so, naja, es muss ja außerirdisches Leben geben, schau dir mal die Wahrscheinlichkeiten an und parallel dann aber auch Literatur gelesen von irgendwelchen angeblichen UFO-Sichtungen und darüber spekuliert, ob nicht vielleicht doch die US-amerikanische Regierung uns Dinge verheimlicht. Und das hat sich dann bei mir auch ähnlich wie bei Alexa damit im Studium gewandelt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass wir damals Diplomstudiengang, man hatte ja noch Zeit zum Studieren, nicht wie heute, das Fach Wissenschaftstheorie hatte im Studium, was von einem Philosophen geführt wurde, wo wir uns tatsächlich über Erkenntnistheorie unterhalten haben. Cool. Und das war ein Semester, wo wir wirklich darüber philosophiert haben, im Grunde genommen, sind denn alle Schwäne weiß oder was muss passieren? Es muss einen schwarzen Schwan sehen und zack, sind nicht mehr alle Schwäne weiß. Und ob die Sonne jeden Morgen aufgeht, weißt du auch nicht. Du kannst es schließen und wenn du nun auch in der Astrophysik bist, kannst du es ausrechnen, wann die Sonne nicht mehr aufgeht oder wann sie sich verändert. Aber diese Herangehensweise hat dann dazu geführt, dass ich mich selber angefangen habe, mehr zu hinterfragen. Und dann sind wir ja beide eigentlich im Beruf, später dann, also nach dem Studium ja auf die Skeptiker per se sozusagen als Bewegung gestoßen. Und da hat es uns dann ja, sagen wir mal, komplett gerissen, was das Thema angeht. Aber bis dahin war ich auch eher so semi, also so semi-skeptisch, finde ich lustig. Ja, so, ja. Bernd, du hast immer mal wieder anklingen lassen, dass du eigentlich dann doch recht christlich unterwegs warst, so in jungen Jahren. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Insofern falsch, dass das mit jungen Jahren überhaupt nichts zu tun hat. Ich Holm grinst schon so vor sich hin. Ich habe Holm. Nein, ich denke, ich dachte jetzt oder ich wäre jetzt auf den naheliegenden gekommen, dass er deswegen tut, weil er natürlich genau weiß, dass ein anonymisiertes Interview in dem Buch mit mir ist und ich weiß offen gesagt gar nicht mehr, warum. Hab ich darum gebeten, dass wir es anonymisieren? Ich hätte auch irgendwie auch nichts. Du erzählst dagegen, jetzt gerade, dass dein Interview jetzt. Jetzt ist es eh egal. Jetzt ist es scheißegal. Also ich hatte es dir angeboten und du hattest nicht Nein gesagt, also habe ich es gemacht. Okay, ich hätte auch, glaube ich, nichts dagegen, wenn mein Name da dein Interview ich hatte in Holm. So ein bisschen das Gefühl, dass das nicht was ist, worüber du so wahnsinnig gerne und viel öffentlich sprichst. Nö, mache ich ja nicht, aber wir sind hier unter uns, also mein Gott. Genau. 1409 Zuschauer. Ich bin mit Johnson & Johnson geimpft worden oder mit AstraZeneca. Beides wird gerade nicht verimpft in Österreich. Was passiert denn jetzt gerade? Ich schätze mich für meinen Körper. Wenn der Wer spricht denn da gerade mit uns? Hatte, ein anderer ist als der für den dritten Stich, Frau Polke-Korinek. Klingt nach österreichischen Nachrichten, Ulrike. Wer von euch guckt denn da gerade österreichische Nachrichten, Ulrike? Das erste Mal geimpft bin, dass ich mich Ulrike. Ulrike, tu was. Ulrike. Ulrike. Ach. Ulrike. 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 Ich habe im Moment keine Verbindung zu euch. Ach, das ist Ulrike. Wir schon. Wir hören dich. Wir hören dich. Wir hören dich. Oh, da ist jetzt quasi Fernsehen angegangen? Ja. Okay, das war gerade abgefahren. Cool. Vor allem, es klang auf dem ersten Moment ein bisschen Ulrike-esk. Ja. Und ich dachte, warum bewegt sie ihre Lippen nicht und redet irgendwas von Impfungen? Was zum Teufel? Im Moment, wo man zum Gläubigen wird. Ja, ja genau. Ulrike, ja. Hörst du uns? Nein, kannst sie hört du uns nicht. Kann jemand Ulrike anrufen? Holm. Ich kann ihr eine WhatsApp schicken. Schick ihr bitte eine WhatsApp und sag ihr, sie soll überprüfen, welche Audio-Devices sie aktiviert hat. Denn offensichtlich ist bei ihr irgendeine Nachrichten-Gaudi aufgeploppt, die Audioquellen umgestellt hat. Ja. Erklärung. Ja. Wir könnten vielleicht so lange den Bernd elaborieren lassen.
Ja, also wie gesagt, es ist von mir ein anonymisiertes Interview in dem Buch drin, in dem es tatsächlich um Religion geht. Ich hätte auch alles andere, was alle anderen gesagt haben, was Alexander mit den UFOs erzählt hat, ja, hätte ich genauso erzählen können. Also klar, ich meine, die GWOP ist in den 80er Jahren gegründet worden. Jeder von uns ist mit UFOs, mit Däniken, oh, der Geist kommt. Jeder von uns ist mit Däniken, mit UFOs, mit Bermuda-Dreieck aufgewachsen. Alle, die jetzt so in meinem oder in unserem Alter sind, hat das damals interessiert. Also klar, und ich sage bei Schülervorträgen auch immer, du hast ja eben bei Alexa gefragt, hätte das auch anders ausgehen können? Ja, bei mir definitiv. Ich hätte auch zur anderen Seite runterfallen können. Mhm. Hab aber jetzt, wo ihr das so erzählt habt, ich könnte jetzt es... Jetzt aber Musik. Jetzt bist du wieder da. Ja. Oh, wir hören Musik. Ja, dann hast du wir einen... Wir hören dich. Wir hören dich. Holm, sag mir doch mal. Jetzt höre ich euch wieder. Ach, ja, was war denn da los? Ulrike, hast du einen Browser irgendwo offen, einen Internetbrowser? Der hat nämlich irgendwas abgespielt und dann. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe einfach, es hat sich einfach mit die Kopfhörer haben sich mit dem iPad verbunden und beim Zurückschalten ist plötzlich irgendwas losgegangen. Ich verstehe. Hast du beim iPad... Sagen, das ist, weil ich 20.000 Tabs offen habe. Genau, stimmt. Das nicht da hat er recht. Da kommen wir. Das ist eine schöne Überleitung. Habt ihr das wirklich auch gehört? Ja. Da war anscheinend irgendeine Impfsendung von gestern. Eine Impfsendung von gestern, genau. Bitte mach doch bei deinem iPad zur Sicherheit das Bluetooth aus. Habe ich gemacht, ja. Aber das hat nicht geholfen. Also ich habe vieles probiert, aber jetzt bin ich wieder da. Hallo. Der Bernd hat gerade erzählt, dass es bei ihm, dass er all diese Dinge, die anderen gesagt haben, eigentlich auch sagen könnte. Also fangen wir, bevor wir zur Religion kommen, vielleicht mit der Esoterik an. Ich sage heute noch bei Schülervorträgen, ja, ich habe auch an all die Sachen geglaubt. Und ich jetzt, nachdem vor allem, was Alexa erzählt hat, ich könnte es nicht so... Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich jetzt gefragt werde gleich, ich könnte jetzt nicht so detailliert wiedergeben, warum das jetzt andersrum gefallen ist, warum ich dann GWOP-Mitglied geworden bin. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, das wollte ich nachher noch erzählen. Ich habe am Wochenende, Ulrike kennt ihn natürlich, ich habe am Wochenende ein langes Interview mit einem Wiener Aussteiger aus der Verschwörungsszene gehabt und der hat als Grund, warum er an Verschwörungstheorien geglaubt hat, hat er den sogenannten Aha-Effekt genannt oder man kann es auch sogar Aha-High nennen. Das ist eine Erkenntnis, ich glaube, die ist auch weitgehend anerkannt, dass wenn Forscher, Wissenschaftler an der Uni oder eine neue bahnbrechende Erkenntnis machen, dann werden Glückshormone freigesetzt. Also man bekommt durch neue Erkenntnisse ein Glückshormonschub und man kann danach süchtig werden. Das passiert normalen Forschern vielleicht alle paar Jahre mal, aber wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, passiert ja das andauernd, weil man andauernd vorgegaukelt bekommt, man bekommt mit jedem Satz neue sensationelle Erkenntnisse, die man vorher nicht hatte. Und ich glaube, das war bei mir umgekehrt der Grund. Ich habe durch den Skeptizismus diese Aha-Erlebnisse bekommen. Das, was Alexander eben so angedeutet hat, ein bisschen... bei mir war es, glaube ich, so, dass ich dieses ganze Zeug geglaubt habe. Und als ich mich dann mit den skeptischen Erklärungen beschäftigt habe, ich glaube, dann habe ich diesen Aha-Flow bekommen, weil ich gedacht habe, guck mal, das ist alles Schwachsinn, was die erzählt haben. Ey, das kann man ja viel einfacher und viel besser erklären. Was bin ich für ein Idiot, dass ich mir dieses ganze Zeug gekauft habe? Ich glaube, das war ein wesentlicher Grund. Ich nenne es jetzt mal den reversen Aha-Effekt, also der mich von Esoterik und Verschwörungstheorien eher abgebracht, statt hingebracht hat, weil ich diese neuen, diese kritischen Erkenntnisse viel spannender und viel aufregender fand, als jetzt die 100. UFO-Sichtung und ist das jetzt ein abgestürzter Außerirdischer oder ein verbrannter Testpilot? Es wird ja auch irgendwann mal langweilig wie Sau. Also. Ja, und es wird irgendwann nicht weitergefragt, ne? Also du bleibst dann halt stehen, okay, ist ein UFO, genau. Alien. Es geht nicht mehr weiter, die UFOs landen nicht, die 20. Nostradamus-Prophezeiung geht auch nicht in Erfüllung, es nervt ja auch irgendwann mal. Und das ist aber etwas, was, glaube ich, in der Skeptiker-Community die tatsächlich viele Menschen vielleicht auch mehr oder weniger so berichten würden, nämlich genau diesen reversen Effekt, weil ich erinnerte mich an Richard Dawkins Buch Das egoistische Gen. Ich habe das schon mal hier erwähnt, dass als ich das gelesen habe, das nämlich genau das war, Bernd, was du beschreibst, wo ich dachte, okay, alles klar, genau, das ist jetzt so wie völlig logisch, Dankeschön. Mhm. Und ich glaube, wir haben genau die gegenteiligen
Richtig. Aha, Effekte. Okay. Ja. Hier nochmal für alle, die nicht wissen, die Skeptizismus vielleicht falsch einordnen, weil sie sich in die Richtung Impfskeptiker einpacken. Das ist bei diesem Wort genauso wie bei Querdenken und Linksdenken und so weiter echt ein Problem. Also wir reden hier von einer anderen Art von Skeptizismus. Von wissenschaftlich kritischen Denken. Von einem methodologischen, also einem methodischen Skeptizismus. Nicht grundsätzlich Zweifel an allem. Sophia, natürlich möchte ich total gerne selbstverständlich das auch in irgendeiner Form von dir hören mit einem kleinen Hinweis. Ich habe natürlich, du hast ja, also deine, wenn man so will, kann man das sagen, deine beste Freundin Nadine, die leider nicht mehr lebt, die war, also die hatte schon, wie sie auch immer selber sagt, voll an der Waffel. Einer der liebsten Menschen, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe, wunderbar, aber sowas von dermaßen engelsesoterisch Gaudi-mäßig unterwegs, irre. Und mich hat es nie genervt und du, ich hatte nie zu irgendeiner Sekunde das Gefühl, dass das ein Problem sein könnte und dass du dann quasi mal irgendwann in die ESO-Seite abdriftest. Was ist da bei dir der, also warum nicht? Oder warum lag ich falsch? Nicht abdrifte? Ja. Du hast ja keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich fand übrigens, ich habe letztens, weil ich für totgequatscht was recherchiert habe, habe ich auf Nadines Facebook-Profil gesehen, dass du kurz nach ihrem Tod sowas Wundervolles geschrieben hast, denn du hast geschrieben, wenn es irgendjemand schafft, dass ich glaube, dass der hellste Stern am Himmel du bist, Nadine, dann was soll man dazu noch sagen? Also es ist, Nadine hatte wirklich so eine, ich glaube, weil sie sich nicht ernst genommen hat und weil sie das alles mit Humor gesehen hat und weil sie einfach ein von Grund auf so wundervoller und lieber Mensch war, hat das einfach nicht gestört. Und es hat auch, also es hat mich nicht gestört, dass sie an diese Dinge geglaubt hat und alles Mögliche da immer ausprobiert hat. Und umgekehrt hat es sie ja auch überhaupt nicht gestört, dass wir das nicht getan haben. Ja. Also das war so das eine. Aber du wolltest wissen, warum ich da jetzt nicht. Also ich glaube, ich bin da überhaupt nicht anfällig und wäre es vielleicht gerne. Ich habe auch jetzt gerade überlegt, warum bin ich das nicht? Ja, weil ich tatsächlich, ich bin ja in einem... Nein, das willst du nicht. Das kann ich auch gar nicht mehr. Ich bin in einem reinen Juristenhaushalt groß geworden, in einem sehr skeptischen, sehr logisch denkenden und habe da einfach das logische Denken, das juristische Denken, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen bei mir. Und ich habe als Jugendliche schon manchmal gedacht, also so Leute, die so gläubig sind, das muss schon irgendwie cool sein. Also wenn man da sowas hat, woran man sich festhalten kann und womit man sich alles erklären kann und so. Also das war was, wo ich dachte, schade, dass ich könnte das jetzt gar nicht irgendwie herstellen. Also deswegen sage ich, ne, ich hätte das gut gefunden. Und ich habe eine Reiki-Ausbildung. Ich habe eine Reiki-Ausbildung. Reiki ist so... Was? Du hast was? Während meines Reiki, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist so mit Hand auflegen, also nicht Hand auflegen. Was? Also Reiki bedeutet eigentlich, das Universum schickt durch mich Heilenergie, glaube ich. Du hast nicht mehr genau. Was? Lass mich das mal ausreden. Ich habe nur den ersten Grad gemacht. Und zwar des Studiums... Meine Frau, das unbekannte Wesen, es ist unfassbar. Hätte ich beim Pärchenabend erzählen sollen, scheiße. Ich habe während des Studiums hat ein Kommilitone von mir, der auch sehr gar nicht esoterisch war. Soll ich warten, Tommy? Ich kann dir jetzt kein Alkohol... Ah, du hast selber. Okay. Jedenfalls, der hat mir dann irgendwann im Grundstudium erzählt, also er hat so eine Reiki-Ausbildung gemacht und ich habe gedacht, was? Und mit Handauflegung, das funktioniert und echt. Und dann habe ich gedacht, wie cool wäre denn das, wenn das funktioniert? Wie großartig. Ja, du kannst einfach, jeder kann hier durchs Universum Heilenergie und du kannst alles heilen und niemand hat mehr Schmerzen und Weltfrieden und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das an, weil ich mir das halt angucken wollte. Dann habe ich diesen ersten Grad Reiki, ich glaube, das ist ein Wochenendseminar oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich das gemacht, habe dann festgestellt, naja, also ich kann mir das halt alles erklären mit anderen Dingen, warum das auf eine Art funktioniert, in Anführungszeichen, ne? Weil es natürlich, es ist ein ruhiger Raum, du hast Zuwendung, du entspannst dich, bla bla bla, ne? Also kann man sich alles erklären und ich war sehr enttäuscht. Weil ich das total toll gefunden hätte, wenn ich jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht hätte, ja,
da ist was, da kann durch das Universum, vom Universum kommt da irgendwas und man kann da toll Leute heilen und so. Das hätte ich toll gefunden. Und dann war ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass das nicht so war. Also bei mir ist es eigentlich eher umgekehrt, dass ich jetzt nicht aktiv danach gesucht habe nach solchen Dingen, aber ne, wenn mir das jemand so angeboten hat, habe ich jetzt nicht direkt gesagt, das ist ja Quatsch, sondern habe gedacht, ich gucke mir das mal an. Wäre doch cool, wenn es funktionieren würde. Und ich habe als Jugendliche auch so im Alter von Alexa dieses Gläserrücken und Pendeln und den ganzen Kram habe ich natürlich auch gemacht. Fand das erst gruselig, dann habe ich festgestellt, es ist alles Quatsch und dann hat es mich gelangweilt. Also das hat, ne, bin immer wieder in Berührung gekommen mit sowas, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und Nadine, dass Nadine so war, das war halt einfach ein Zufall. Also ja. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und ich habe das bei Nadine, ja, so wie ich es eben beschrieben habe, ich habe es halt einfach mitgeliebt, weil es auch mich nicht belastet hat. Und es war auch so, dass sie ja während ihrer Krebserkrankung natürlich auch solche Dinge gemacht hat, aber sie hat eine Chemo gemacht, sie hat die Bestrahlung gemacht, also sie hat ihren Sohn impfen lassen und. Also sie war sehr esoterisch, sie war eine totale Esotante, aber sie hat eben diese Dinge dann dennoch gemacht, weil sie das Esoterische einfach so dazu gemacht hat. Und ich glaube, hätte sie jetzt dann gesagt, ja, nee, ich mache jetzt keine Chemo, weil ich mache das hier mit Geistheilung, dann hätte ich das sehr, sehr problematisch gefunden. Aber das war nie ein Thema. Insofern war das nicht so extrem. Sie war schon extrem in Form von, dass es jetzt mich belastet hätte oder unsere Freundschaft belastet hätte oder. Und ich fand es, deswegen... Also ich fand es eigentlich auch angenehm und ich mochte Nadine einfach so, wie sie war. Aber tatsächlich mit dem Wissen, irgendwann war es klar, es wird keine Heilung geben, fand ich sehr, sehr tröstlich, das, was eben Menschen haben, die einen Glauben haben, dass Nadine hundertprozentig sicher war. Es gibt was danach. Ich krieg mit, was du machst. Ich bin irgendwie noch bei dir. Und das hat mir total geholfen. Also ich habe mir dieses Fitzelchen, das versuche ich mir irgendwie zu bewahren. Ich stelle aber fest, dass es für mich immer schwieriger wird, je länger die Gespräche mit ihr her sind, weil ich jemanden brauche, der mir das so mit voller Überzeugung sagt. Und das muss auch jemand sein, der Nadine ist, glaube ich. Das kann niemand sonst. Und deswegen, also ich kann nachvollziehen den Wunsch, an sowas zu glauben und ich kann auch nachvollziehen, warum man an sowas glaubt, weil dieser kleine Punkt hat mich tatsächlich schon getröstet und mir geholfen, als sie gestorben war. Und du hast eine, wie heißt es nochmal, was hast du? Er hat eine Reiki-Ausbildung. Eine Reiki-Ausbildung, hier hat Santa Metas Schrein gerade geschrieben, Tommy macht gleich zum Ausgleich eine Raki-Ausbildung. Ja, also genau. Ich finde, kann ich noch was zufügen, Tommy, weil das ist mir so eingefallen. Also gerade bei Nadine ist es natürlich leicht gewesen, weil ich sie so sehr geliebt habe. Aber so im Rahmen meiner Begutachtung fürs Familiengericht habe ich eben auch festgestellt, dass es hilft generell mit Menschen und aber eben auch in dieser Beziehung, wenn es jetzt so um Querdenker geht und so, zu gucken, wie extrem sind die und wie sehr widerspricht das jetzt meinem Wertesystem und wie sehr schaden sie wirklich anderen? Und da gibt es ja Abstufungen. Also Nadine zum Beispiel hat überhaupt nicht anderen geschadet und sich selbst auch nicht. Und während ich diese Gutachten gemacht habe fürs Familiengericht, ist es natürlich so, dass, dass da Menschen waren, wo ich jetzt privat gesagt hätte, das geht ja mal gar nicht, sind die eigentlich bescheuert, aber so rein beruflich mit dem Schritt zurück sagen konnte, okay, schaden die jetzt wirklich ihrem Kind oder entspricht das einfach nur nicht dem, was so mein Wertesystem ist und inwieweit kann man jetzt das in den Alltag integrieren und das ist okay und wo wird es wirklich gefährlich? Aber jetzt sehen wir doch gerade, dass auch die mildere Form von Wissenschaftsskepsis und all das eigentlich ganz grausige Früchte trägt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, dass man sagt, naja, das ist jetzt Person, das schadet ja irgendwie nicht, weil irgendwie tut es das ja vielleicht insgesamt doch, weil insgesamt. Genau, das ist das Schwierige, dass du, na, also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man es so gesellschaftlich anguckt oder ob man es im privaten Bereich anguckt. Mhm. Also ob ich jetzt sage, da ist jetzt eben mein Onkel, der schwurbelt,
Und das, finde ich, ist nochmal was anderes, als wenn ich es gesellschaftlich finde, ich das sehr wohl ein sehr, sehr großes Problem. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das Thema heute war ja, wie gehe ich damit um, wenn mein Onkel schwurbelt und wenn das in meinen privaten Bereich geht. Und ich finde, da kann man schon Abstufungen machen und sich überlegen, muss ich den Kontakt jetzt abbrechen? Oder kann ich sagen, das ist jetzt so, dass ich mich trotzdem mit dem über irgendwelche Dinge unterhalten kann und den Kontakt halten kann? Und wenn ich dazu kurz was ergänze, das fand ich ja an dem Buch auch so toll, Fakt und Vorurteil, dass man auch als jemand, der mit solchen Leuten umgehen möchte, lernt, erstmal sich selber auch zu hinterfragen und sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was kann ich erreichen, was will ich erreichen und wie muss ich überhaupt oder auf welcher Basis muss ich überhaupt in eventuelle Gespräche einsteigen. Das heißt also, man ist erstmal gezwungen, sich auch ein bisschen mit sich selber auseinanderzusetzen und wie man zu der Sache steht. Das finde ich wahnsinnig wichtig und auch in welcher Verfassung man gerade selber ist, weil wenn ich selber total emotional bin und aufgebracht und genervt, also so wie es mir zum Beispiel heute gegangen ist, das ist vielleicht eine schlechte Basis, um solche Gespräche zu führen. Und einen Satz würde ich noch einschieben. Ich habe den Eindruck, so wie du Nadine geschildert hast, sie war ja nie wissenschaftsfeindlich. Sie hat sozusagen so dieses esoterische Glaubensgerüst als Erweiterung verstanden. Ja, die hätte also alle astrophysischen Dinge, die der Holmi erklärt, genauso faszinierend gefunden. Genau, und das ist, glaube ich, ist das Problem. Also und deswegen, es ist aber, da ist sie vielleicht auch besonders gewesen, weil die Gefahr natürlich groß ist, dass wenn du dich den esoterischen Dingen zuwendest, dass und die dir mehr abwendest. Genau, die geben dir mehr Halt, die geben dir ein besseres Gefühl, die lassen dich besser orientieren, die geben dir Stütze, dass du dich natürlich dann von der kalten, unemotionalen Wissenschaft eher abwendest. Und das ist natürlich dann die Gefahr. Das ist so wie die Einstiegsdroge. Angeblich kalt. Der angeblich kalt. Ja, sonst ist der Holm mit seinem zarten Pflänzchen, das er Herz nennt, sofort beleidigt. Ganz kurz würde ich gerne bei dir bleiben, Alexander, gleich Ulrike, weil du hast nämlich in ein paar Gesprächen schon mal so angedeutet, dass es bei dir durchaus so Situationen gab, ich weiß jetzt nicht, ob es Freundeskreis oder Familie war, ist auch egal, wo du gesagt hast, zu den Leuten gesagt hast, da sind wir anderer Meinung, darum lass uns das an dieser Stelle beenden. Mhm. Das finde ich eine interessante Strategie. Die würde in meinem Fall jetzt unheimlich viel Disziplin erfordern, die ich vielleicht nicht habe. Wo ich fast lieber gehen würde, als das zu sagen, weil es mich... Also ich finde das beeindruckend, dass du das offensichtlich kannst. Oder gibt es da auch dann eine Grenze? Wahrscheinlich. Naja, also wenn mich irgendwer in der Bahn voll schwurbelt, dann stehe ich halt auf und gehe irgendwann. Nein, ich meine jetzt, ja nicht, aber in gerade in so familiären Kontexten oder Feiern bei Freunden oder Bekanntenkreis, ich will ja nicht eine Party sprengen. Und es ist dann, glaube ich, einfach wichtig, dass man einmal sagt, da sind wir anderer Ansicht. Mhm. Ich habe es aber auch selten im Freundes- und Bekanntenkreis gehabt oder Familienkreis, dass wir wirklich ganz rassistische Ressentiments hatten, dass wir antijüdische Ressentiments hatten, sondern klar, eher so wirklich nicht mehr diskutiert, sondern wo es dann um alternative Heilmethoden oder was auch immer ging, wo man dann immer sagt, komm, lass uns jetzt mal das Thema wechseln, wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig, du weißt, dass ich es anders sehe, ich weiß, dass du es anders siehst. Und das macht uns jetzt ja hier allen den Nachmittag kaputt. Und wir werden das bei uns beiden jetzt nicht ändern. Nicht lösen können. Ulrike, ist das eine Strategie, die du empfehlen würdest? Naja, ich denke mal, prinzipiell muss man schauen, dass Glaube und Spiritualität hat immer die Gefahr von Machtmissbrauch und Realitätsverlust. Immer. Das ist einfach, das hängt immer dran schon, automatisch, finde ich, bei jeder Form von spirituellen Glaubensbildern. Nur, das große Problem ist, nur zu sagen, naja, dann tun wir es halt nicht, das wird es nicht spielen, sondern ich glaube, der Mensch an und für sich ist sehr so gepolt, dass wir immer auf der Suche eher sind nach solchen tröstlichen Bildern, nach Welterklärungsbildern. Und Atheismus ist etwas, was nur für eine kleine Anzahl von Menschen wirklich geeignet ist, weil man muss damit leben, dass es nach dem Tod einfach aus ist. Und damit können ganz wenige Menschen leben. Also diese absolut narzisstische Kränkung, dass wir einfach ohne Rückstände weg sind und auch unsere Lieben. Und darum wird es immer Menschen geben, die gläubig sind. Und jetzt ist eher so die Frage, so mit dieser Idee, die muss man doch irgendwie alle bekehren. Nein. Und selbst dort, wo es anfängt, gefährlich wird, zu werden, muss man immer seine eigenen Grenzen sehen. Also selbst wenn ich
gute Gründe hätte, wenn zum Beispiel jemand da wirklich Behandlungen abbricht, medizinischer Art, weil er halt irgendein Wundermittel nimmt, ist es, finde ich, sinnvoll, seine eigenen Grenzen zu sehen. Und eher, also das Instrument im Gespräch bin ich als Person. Also nicht meine Argumente, nicht meine Gesprächstechnik, nicht die, sondern wer bin ich und wer bin ich für dich? Wie ist unsere Beziehung? Wenn die Beziehung gut ist, habe ich einen ganz anderen Hebel, die Person zu erreichen. Ich habe eher die Möglichkeit über mein Vorbild. Also darum ist bei uns auch sehr viel diese Selbstreflexion. Was würden wir denn selber, also wenn uns jetzt jemand irgendwas sagen würde, um unsere Grundeinstellungen zu verändern. Was würden wir denn da brauchen, dass wir unsere politischen und religiösen Überzeugungen verändern? Also, dass man immer auch so ein bisschen bei sich anfängt, was sind denn eigentlich, auf welchen Säulen beruht unser eigenes Weltbild, dass man das reflektiert. Weil Fanatiker können das ganz super, die müssen das ständig erzählen, die Kinder, die sind sehr gut darin, ihr Weltbild gut zu verkaufen. Und das tut man aber sonst normalerweise nicht. Warum glauben wir wissenschaftlicher Meinung? Warum glauben wir den bestimmten Medien? Also das muss man ja auch argumentieren können. Und in diesen, also wenn ich wissenschaftliche bin, Fakten bitte, es gibt keine wissenschaftliche Meinung. Ich muss das einmal... Ja, danke. Bitte. Geht schön. Aber sozusagen auch das, warum glaubst du dem? Also das ist jetzt einmal, für uns ist es jetzt relativ klar, aber wir sind eine Blase. Ja, klar. Warum? Warum eigentlich? Also das, also da wirke ich eher durch das Erzählen von mir selber, zu jemandem zu erzählen, du schau, mein Zugang ist das so und so. Und deswegen glaube ich dieses und jenes und deswegen vertraue ich an dieser Stelle. Bei dir ist es vielleicht anders. Und also das ist eher, wenn man schon einen Hebel hat, dann ist es die Beziehung. Und solange man die einmal ganz schlecht ist, dann erreicht man sowieso nichts mehr. Wobei ich glaube, also das stimmt absolut, was du sagst, und unterschreibe ich, die Beziehung ist das Wichtigste. Aber ich glaube, neben dem Erzählen, wie ist es für mich, glaube ich, dass wichtig ist, zu fragen. Also Interesse zu zeigen, und zwar echtes. Also jetzt nicht zu fragen, um dann einzuhaken und sagen, ja, das ist aber Quatsch, sondern um wirklich, also wirklich zu versuchen, zu verstehen, warum ist es so? Und ich glaube, ihr habt das in eurem Buch, also ihr habt ja alles in eurem Buch sowieso so drinstehen. Und ich, also das sollte wirklich jeder lesen, dieses Buch, weil es einfach großartig ist. Aber ich glaube, es hilft, wenn man fragt und ein echtes Interesse zeigt, dann bleibt man zumindest in dieser Beziehung. Und ihr habt das so schön geschrieben, vielleicht ist man selber ja der Einzige, der noch irgendwie den Bezug darstellt zur, in Anführungszeichen, realen Welt. Also es hilft schon, wenn man einfach in der Beziehung bleibt, wenn es einem nicht schadet, ja, und wenn es einen nicht kaputt macht. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Also ich meine jetzt nicht, dass man auf Teufel komm raus in der Beziehung bleiben soll. Und ich meine auch, es sollte echtes Interesse sein. Wenn du es nicht schaffst, dich für den anderen zu interessieren, dann lass es. Also das ist Quatsch, so zu tun, als ob. Ich meine ein echtes Interesse. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, und das war auch das, was wir bei mehreren unserer Interviews von den Leuten rausbekommen haben, wenn jemand es tatsächlich schafft, sich aus so einem Glaubenssystem zu lösen, dann führt ihn das erstmal in eine ziemliche soziale Isolation, weil es ist ein kompletter Freundeskreis, ist weg. Und wenn man in der Zwischenzeit sämtliche Brücken zu seinen anderen Freundeskreisen abgebrochen hat, dann ist da unter Umständen nicht mehr viel übrig. Ja. Und dann ist vielleicht die Familie der einzige Anker, den man hat, oder da ist halt gar niemand mehr. Ja. Oder wenn die Familie noch da ist. Ja, eben, genau. Lydia, hast du persönlich schon mal in einem Gespräch eine Person so überzeugt, dass du glaubst, das ist nachhaltig? Oder, das kommt jetzt auf die Ebene an. Ich weiß, ich hatte ja mal diese Anekdote, dass ich mit jemandem, der auf meiner Webseite sehr rechte Dinge geäußert hat, mal etwas tiefer in die Diskussion gegangen bin, weil ich auf seiner Facebook-Seite, damals hatte ich noch die Zeit, mir sowas näher anzuschauen, festgestellt habe, dass es so ein paar Hinweise darauf gab, dass er möglicherweise ein paar persönliche Probleme hat. Und als wir dann darüber ins Gespräch kamen, hat er letztendlich bestätigt, dass er seine persönlichen Probleme nicht gelöst kriegt und mehr oder weniger dieses Thema so eine Art Ablenkung auch ist im Internet, sich über solche Dinge dann in Streit zu begeben, weil es ihn von anderen wesentlichen Problemen in seinem Leben doch abgelenkt hat. Das ist natürlich ein Einzelfall jetzt und dementsprechend aber jetzt bezogen auf eben
Überzeugungen, die sehr irrational sind, muss ich sagen, habe ich das riesige Glück, dass in meinem sehr, sehr großen sozialen Umfeld, das hat sich jetzt besonders während der Pandemie nochmal deutlich unterstrichen, es eigentlich keine Menschen gibt, die ernsthaft auch nur in der Nähe von dieser ganzen wissenschaftsfeindlichen, ich sag mal, Querdenkerbewegung gewesen wären. Freunde also, nicht, aber es sind genug Leute bei dir, das sehe ich ja, die kommentieren. Auf der Webseite, ja. Ja, oder bei Facebook, denen du dann dein, wie nennst du es immer, dein umfangreiches Infopaket. Also. Und der Punkt ist, mein Eindruck war ein bisschen, dass Menschen, die tatsächlich noch keine feste Meinung haben, sondern eher so, ja, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt glauben? Alle möglichen Leute sagen alles Mögliche. Wenn die sich dann so langsam da durcharbeiten, dass schon hier und da jemand sagt, okay, das Video ist jetzt schlüssig, aber dann gibt es natürlich auch die große Masse derer, die besonders gerne laut diskutieren, die natürlich überhaupt nicht mehr zugänglich sind für Argumente, weil sie ja auch überhaupt nicht mehr diese wahrnehmen wollen. Sie wollen ja nur noch ihr Glaubenssystem verteidigen. Bei denen macht es natürlich gar keinen Sinn und das merke ich dann auch. Aber die, die halt noch nicht fest in einem Glaubenssystem sind, sondern wirklich ehrlich sagen, ich bin mir echt nicht sicher, nach welcher Logik ich das jetzt hier verstehen soll, weil ich kenne mich da nicht aus, die sind, habe ich die Erfahrung gemacht, schon zugänglich. Also da habe ich auch positive Rückmeldungen gekriegt. Aber das ist diese noch nicht festgelegte Gruppe, sage ich mal. Du weißt ja oft im Netz auch gar nicht, zumindest mal am Anfang gar nicht, an welcher Stelle dein Gegenüber eigentlich ist. Also da ist jemand, der lässt irgendwie Dampf ab oder äußert irgendwie eine schräge Meinung. Das kann jemand sein, der das gestern Abend im Fernsehen gesehen hat und gedacht hat, ach, das klingt aber plausibel. So nach dem Motto, ich probiere das jetzt mal aus oder das überzeugt mich jetzt gerade und ich schreibe das jetzt hier mal. Mhm. Ich hau das jetzt mal diesem Experten da um die Ohren, mal gucken, was der dazu sagt. Oder das kann jemand sein, der irgendwie tief in diesem System drin hängt und irgendwie am Missionieren ist. Das kann auch jemand sein, der einfach nur Lust am Streiten hat und dem der Inhalt eigentlich völlig egal ist. Das weißt du im ersten Moment ja gar nicht. Wisst ihr, ich find's, ja? Ganz kurz, das muss ich kurz vorlesen, Alexander. Du bist direkt nach diesem Satz dran, der keine Frage ist, sondern nur ein Statement. Lesefreude schreibt, Lydia war mit 13 mein Einstieg in Sachliteratur. Sie ist zumindest bei mir mit Schuld daran, dass ich mich nicht in die Schwurbelecke meiner Stiefmutter, sondern eher in die wissenschaftliche Ecke entwickelt habe. Oh mein Gott! Oh, das ist so wundervoll! Es ist eine der schönsten Sachen, die ich je gehört habe, wirklich. Also, ich mache dir einen Screenshot. Dankeschön. Ja, genau so, das. Ja, yes. Das hilft doch schon mal wieder für ein paar Wochen. Alexander, jetzt du. Was immer du sagst. Ja, ich wollte nur sagen, was wir hier ja erleben, auch in dem, was wir hier berichten, ist, dass wir zunehmend das Netz in den Fokus nehmen. Und die Aussage, die du von mir zitiert hast, ist, ich will jetzt nicht sagen, ich bin älter und bin nicht nur im Netz unterwegs, aber ich habe ja auch noch Menschen außerhalb des Netzes und tatsächlich immer wieder auch soziale Situationen, wo du nicht nur mit Menschen aus deinem direkten Umfeld interagierst. Und da ist es schon so, dass ich echtes Interesse, das, was Sophia sagt, also wenn ich das mitbekomme, da schwurbelt jemand, dann spreche ich das schon auch an und frage, warum glaubst du denn, dass die Regierung uns jetzt was Böses will und also all diese Punkte, weil mich das natürlich auch interessiert. Und dann kann man ja relativ schnell auch herausfinden, wo sozusagen der Kompass des Gegenübers ist. Und dann muss man sich zumindest überlegen, gerade, es sind bei mir eher so irgendwelche sozialen Betriebsfest, was du so hast, wo du auf Menschen halt triffst. Und dann kann man sich ja immer überlegen, will man so eine Lage da eskalieren lassen, geht man einfach raus und sagt, oh, ich muss mal auf die Toilette und dann kommt man nie wieder in die Ecke des Raumes zurück. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und dieses Statement, da sind wir anderer Meinung, das ist ja nicht nur im Bereich von Schwurbelglauben, da kann es ja auch um politische Einstellungen gehen. Man kann ja auch in politischen Lagern so unterschiedlicher Meinung sein, die aber beide demokratisch sind, dass es vielleicht auch ab einem gewissen Moment gar keinen Punkt Sinn mehr macht, weiter zu diskutieren, weil man das abgegolten hat und der eine steht da und der andere steht da und dann kann man halt besser sagen, lass mal über ein anderes Thema reden. So ist es ja gemeint. Und umgedreht, all diese Dinge wende ich, auch weil mir die Zeit dafür fehlt, im Netz fast gar nicht mehr an, weil ich aber auch da inzwischen im Grunde genommen, und da tue ich wahrscheinlich einem gewissen Prozentsatz von Menschen auch Unrecht, im Grunde genommen schon den Einstieg in das Gespräch, also bei uns sind es häufig Kommentare auf der Homepage oder auf YouTube. Ich weiß sozusagen nach dem ersten Satz, wo die Reise hingeht. Ja. Da kann ich mir überlegen,
mache ich das. Und bei YouTube ist es inzwischen so, dass ich, oder auch auf unserer Homepage, ich schalte viele Dinge gar nicht mehr frei oder blende die User aus. Weil ich habe früher immer gedacht, ich argumentiere jetzt hier und führe das einmal vor auf YouTube, wie es geht. Und dann sehen ja alle anderen, die auf meinen YouTube-Kanal kommen. Wo ich dann immer an dem Punkt gekommen bin. Ja, aber nicht immer. Also in der Facebook-Diskussion mag das vielleicht sein, wenn man da sieht, Relevanteste zuerst und so. Aber auf YouTube... Ja, und da ist der Punkt, dass ich inzwischen einfach grundsätzlich das eher ausblende und sage, naja, du kannst ja jetzt auch nicht sozusagen unseren Kanal benutzen, um deine Ansichten zu verbreiten. Das ist ja auch so ein Ding, ja wenn du eine gewisse Reichweite hast. Und damit tue ich Menschen vielleicht Unrecht oder kann auch nicht jemandem vielleicht mal nicht helfen, dem man helfen könnte, aber mir fehlt halt die Zeit. Ich kann ja nicht das ganze Internet auch noch nebenbei bekehren. So, aber ein bisschen, denn Pudding-Paradoxon schreibt, meine Mutter ist in meiner Kindheit in die Impfgegner-Szene gerutscht. Dank des Ferngesprächs und Hoxilla bin ich wissenschaftlich bekehrt. Bitte mehr von diesen Nachrichten. Sehr schön. Da muss ich ja immer gleich ein bisschen weinen. Eine Freundin, schreibt Angus Höschen, arbeitet, das ist super, noch im Waldorf-Kiga und hat mir erzählt, dass eine Kollegin die WhatsApp-Gruppe geschrieben hätte, dass sie einen positiven Schnelltest hatte. Antwort von einer anderen Kollegin, ja, das musst du 3 bis 4 Mal einen machen, die werden schon positiv verkauft. Was soll ich denn da machen? Tja, was macht man da? Ulrike. Ja, das Ganze, wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist, ist es einfach ganz klar, dass man widersprechen muss. Weil da geht es nicht nur um die eine Person gegenüber. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie widerspricht man. Also das ist schon, der Ton macht die Musik. Also da einfach zu sagen, dass nein, ich widerspreche, das ist nicht so. Das halte ich für eine Falschmeldung. Bitte mach sofort einen PCR-Test. Und dann vielleicht kann man immer noch eine persönliche Meldung, es kommt jetzt wieder darauf an, was ist meine Beziehung zu dieser Person. Ja. Ist es jemand, der mir wichtig ist, dann würde ich jetzt auf einer persönlichen Ebene mit der schreiben oder sie gleich anrufen und sagen, du, hallo, wo hast denn du das her? Sag einmal, warum glaubst du das? Warum glaubst du genau dieser Quelle? Also, dass man da versucht, dann die nicht, das ist natürlich immer ein Bloßstellen und ein Blamieren auch vor der gesamten Gruppe. Das ist ganz klar, das muss man wissen. Das habe ich bei so Familien-WhatsApp-Gruppen mitgekriegt. Das ist ein paar Mal bei mir in der Arbeit, dass die dann kommen und sagen, ja, und dann posten die das und in der Familie, dann schreiben wir halt nicht zurück, damit halt irgendwie der Konflikt eher runtergehalten wird. Und dass aber irgendwann der Punkt kommt, wo man einfach so frustriert wird und wo man einfach auch widersprechen muss, weil andere mitlesen und wenn man sagt, ich will, dass zumindest mein Neffe und meine Nichte, die da mitlesen, wissen. Aber ich habe bei dem Beispiel auch die innere Logik nicht verstanden. Also sie soll den Test dann 4-mal machen und sagt aber gleichzeitig, die werden doch alle positiv verkauft. Also ist doch der 4. und der 5. ist doch dann auch positiv. Vielleicht nicht alle. Vornherein Schwachsinn. Naja, siehst du, aber in dem Fall würde ich mir tatsächlich überlegen, ich finde das inhaltlich alles richtig, was Ulrike gesagt hat, überhaupt keine Frage. Aber Fall ist so ein Quatsch. Im ganz konkreten Fall würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht einfach sage, aha, und wie erklärst du hier dann meine zahllosen negativen Tests, die ich vor jedem Fitnessstudio, vor jedem Kinobesuch von einem halben Jahr machen musste? Also da würdest du wirklich in den Inhalt dann gehen? Und kein einziger war positiv. Was soll dieses dumme Geschwätz? Ja, also lass den Bernd für dich antworten. Also in dem Fall, wie gesagt, ich gebe da Alexander völlig recht. Man tut damit sicher auch manchen Leuten Unrecht, aber es gibt wirklich in dem einen konkreten Fall habe ich kein Verständnis für große Erklärungen und ach du Arme. Und klar, kommt natürlich immer drauf an, klar. Nein, dummes Zeug. Also ich glaube, mit dem Widerspruch, man tut zum einen den Mitlesenden keinen Gefallen, wenn man sowas komplett unwidersprochen stehen lässt. Man tut aber auch der betreffenden Person eigentlich keinen Gefallen, weil letztlich ist man das doch ja auch jedem schuldig, ihm wenigstens einmal den Anstoß gegeben zu haben. Ja. Wenn er den dann nicht hören will, dann kann man auch sagen, komm, lass uns über was anderes reden. Aber einmal klar gemacht zu haben, dass es sowas wie Widerspruch gibt, finde ich schon ganz wichtig. Wobei man hierbei auch sagen muss, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das Zitat, das ist natürlich höchst vulnerabel. Ja, da ist jemand in einem Kindergarten tätig. War das richtig, dass das die Betreuerin in dieser Kindertagesstätte ist, die das geschrieben hat? Das ist sehr weit weg gescrollt. Okay. Entschuldige, aber ich kann gucken, ob ich es finde. Aber ja, also insofern ist es dann nochmal wichtiger, weil das würde ja im Zweifelsfall bedeuten, dass da Kinder infiziert werden. Damit, also das ist ja schon der Kreis. Da muss man schon sagen,
was du sagst, also jetzt mach bitte erstmal dann einen PCR-Test, weil man ja auch diese Situation auch geklärt haben muss. Sonst geht da jemand, der vor allen Dingen höchstwahrscheinlich, also vermute ich jetzt mal, wird das auch nicht der erste Test gewesen sein, den diese Person jemals gemacht hat. Die wird vielleicht schon mal einen gemacht haben, der dann auch unter Umständen negativ war. Insofern stimmt diese Logik mit, die werden alle positiv verkauft. Ja, das hätten wir eine Inzidenz von 100, also von 100%. Nadine und Betty ist ein schöner Name. Immer wenn ich irgendwas über Quantenheilung, Homöopathie und Schwurbel höre, denke ich an euch und höre Holm seufzen. Das tut uns sehr leid. Oh, also da fängt dann an. Ich dank euch habe ich auch gute und fundierte Argumente gegenzusteuern und nicht überall nur schweigend mitzulesen. Fallout Twitch schreibt, ihr helft mir sehr, gegen schwurbelnde Kollegen und Kunden gewissen Widerstand aufzubauen, damit ich nicht völlig wahnsinnig werde. Das heißt, ein gewisser Grad an Wahnsinnigkeit ist bereits erreicht. Dafür habe ich in der Krabbelgruppe meines Kindes ein paar Mamas, die sonst eigentlich wahnsinnig nett sind, aber auf Meteoreisenglobuli schwören. Kartoffel99, ich muss das gerade vorlesen, weil mir das gut tut. Ich hoffe, das ist okay. Kartoffel99, vielen Dank ans Ferngespräch. Ihr habt mir nicht nur geholfen, mit zu schwurbelnden Menschen zu sprechen, nehme ich an, sondern auch andere Dinge, da bricht die Nachricht ab, ich mache mir jetzt Sorgen. Weil meine Eltern am Anfang der Pandemie so häufig angefangen haben zu schwurbeln, schreibt Mathilda da, hat mich eine Freundin an Hoaxilla und die Ferngespräche verwiesen. Dadurch habe ich mich mehr damit beschäftigt. Ich habe mich nicht nur gegen Covid impfen und boostern lassen, sondern auch alle anderen vorgehaltenen Impfungen nachgeholt. FSMR, MMR, Grippe, ich habe jetzt alles. Danke euch. Super. Sammelheft voll. Sehr schön. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das tut wirklich gut, das mal so zu lesen. Wir fordern ja sowas nicht ein, aber wir kriegen tatsächlich immer mehr, also auf der Hoaxilla-Präsenz und auch bei Twitter und so weiter, immer mehr Nachrichten von Leuten, die in irgendeiner Form berichten, dass ihnen das, was wir da machen, gut tut. Und ich kann euch das nur zurückgeben, uns auch. Also wir machen das schon uneigennützig, aber auch nicht komplett. Das ist und schon auch für uns toll. In letzter Zeit häufiger erlebt, und das finde ich besonders schön, wenn dann Hoaxilla irgendwo markiert wird, also entweder bei Instagram, bei Twitter oder so, was da ja sehr häufig inzwischen passiert ist, auch, dass ihr euch nicht mit diesen, also nicht streitet im Netz, aber wenn dann jemand wieder was über Demeter unkritisch schreibt, dass dann gesagt wird, ja, so ganz gut ist das ja auch nicht. Guck mal da. Und dann sagt einer, aber das ist ja auch das, was ich dann immer sage, liest dir das durch, das ist ja unverifiziert. Und dann sagen Leute, wieso, das ist doch Bio. Und dann wird es in 3-4 Worten zusammengefasst, das habe ich jetzt häufiger erlebt. Und dann sagen Leute, ach echt, das wusste ich gar nicht. Und dann kommt, ja, guck dir mal hin, guck dir mal die Sendung an. Und das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, weil sozusagen das Interesse geweckt wird. Es ist nicht konfrontativ, es ist ein Hinweis, der gegeben wird. Und die Entscheidung liegt natürlich bei dem Einzelnen, sich darüber zu informieren. Und das passiert in vielen Kontexten. Wir haben ja auch schon viele Themen beim Ferngespräch insbesondere auch behandelt. Und das finde ich sehr gut, weil ihr da auch im Netz sehr sorgsam interagiert. Also ihr beschimpft die Leute nicht, sondern ihr sagt, guck mal, hier ist ein weiteres Angebot. Hört ihr das mal an? Was sagst du denn dazu? Das finde ich sehr schön, wenn ihr so agiert. Ziegelrotkehlchen schreibt, Pandemien Zukunft nur noch mit Ferngespräch und Hoaxilla und allen Beteiligten. Ja, also wenn weiter Pandemien sind, das ist das schönste Lob, was ich je gehört habe. Und das hat gleichzeitig auch unsere Zukunft determiniert. Wie schön. Also da kommen jetzt so viele Sachen, dass es jetzt zu selbstreferenziell wäre. Bitte lest euch das nachher mal durch. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich großartig. Wie können wir an der Stelle denn weitermachen? Ich hätte ja tatsächlich konkrete Tipps hilfreich gefunden. Du hast Holm nicht gefragt, woran Holm geglaubt hat. Der Holm, der glaubt an nichts. Das hätte sich erübrigt, aber ich kann dich ja pro forma mal fragen. Holm, wo bestand bei dir eine Gefahr? Also ich glaube am ehesten in irgendwelchen politischen Sachen, Verschwörungsglauben oder sowas. Aber also so diese ganz klassische Esoterik, ich kannte das ja gar nicht, als ich jünger war. Also ich meine, klar, ich habe da mal irgendwas über Bermuda-Dreieck und sowas gelesen. Aber also Globuli gab es bei uns einfach nicht im Haushalt. Und es war auch klar, der Mensch stammt vom Affen ab. Und bitte nicht drüber diskutieren, ob ein moderner Affen oder historischer. Ich komme aus einem Kaufmannshaushalt. Das war alles wahnsinnig nüchtern bei uns. Das heißt, es war nicht so während der Pubertät. Erst in der Gewupp auf einmal gemerkt, wie viel Irrsinn es da draußen gibt. Du warst völlig unbeleckt? Ja, völlig, aber schon ziemlich, ja.
Ja, also ich bin auf die Gruppe gekommen damals, weil es so mich halt Leute gefragt haben, sag mal, du studierst doch Physik, was sind denn da, da gibt es doch die Sachen mit kalter Fusion und sowas. Also so Sachen, wo man wirklich hätte sagen können, naja, da hätte ja was dran sein können, aber es gab halt wenig Informationen drüber. Internet war noch in den Kinderschuhen und man konnte noch nicht so gut recherchieren, also habe ich nach Gleichgesinnten gesucht. Und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, oh scheiße, es gibt ja tatsächlich Leute, die Horoskope ernst nehmen und ach, was? Tatsächlich Leute, die... Du warst ja naiv auf eine Art, Holm. Du warst naiv. Total, ich war total naiv. Süß. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber irgendwie ist es tröstlich. Dann bist du von der GWOP entjungt. Nein, lassen wir das. Ja. Antiqui schreibt übrigens, sehr schön, ich habe letztens nach einem kleinen Hilfsmittel gegen Zahnschmerzen gegoogelt. Auf einer Seite wurden Globule empfohlen. Da bekam ich Angst, dass Bernd hinter mir auftaucht und habe die Seite wieder geschlossen. Aus dem Boden. So, das machen wir jetzt ganz schnell wieder zu. Sehr schön. Lasst uns mal zu den konkreten Hilfestellungen, wenn es denn welche gibt, kommen. Gerne auch der Reihe nach, was jeder von euch was ihr entweder selbst festgestellt habt, was irgendwie funktioniert, oder was ihr in eurem Buch rausgefunden habt, was natürlich das ist, womit wir vielleicht mal irgendwie beginnen sollten. Ulrike, kannst du? Darf ich eine Frage stellen, die ja, Ulrike gerne vielleicht beantworten kann? Weil ich komme gerade, ich habe ja gesagt, ich bin erst kurz vor der Sendung gekommen, ich hatte heute mal wieder Lehrerfortbildung. Und eine Frage, die ich gleich gerne weitergeben möchte, weil ich der Frau versprochen habe, noch zu antworten, was Ulrike aber auch ganz am Anfang schon mal kurz angedeutet hat, Arbeitsplatz. Die hat gefragt, wie das rechtlich überhaupt sein könnte, ob das vielleicht sogar verboten sei, Verschwörungstheorien zu verbreiten, beziehungsweise wie man da mit einer Störung des Bürofriedens, wenn man auf der Arbeit ständig mit sowas belästigt wird, was kann man da machen? Ist der Chef verpflichtet, da einzugreifen, oder kann man, was macht man da im Büro? Also brechen wir es allgemein herunter, Arbeitsplatz, Büro, der Kollege nervt mich den ganzen Tag mit so einem Zeug. Darf der das? Wie war denn das? Wir hatten ja mal irgendwie den Fall, wo es im öffentlichen Dienst tatsächlich sowas, jemanden gegeben hat. Öffentlicher Dienst noch besser, für Lehrer natürlich noch besser, genau, ja. Da also wird es dann, glaube ich, schon kritisch, ne? Wir haben eine Auskunft von einer Juristin der österreichischen Arbeiterkammer. Also weiß nicht, wie genau die Anwendbarkeit jetzt aufs deutsche Recht ist. Wir haben jetzt noch für Österreich. Ich habe einen deutschen Betriebsratsvorsitzenden dazu gefragt und er hat das im Wesentlichen bestätigt. Insofern. Okay, dann ist es ähnlich. Und da war die Sache, es hängt davon ab, also der Dienstgeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Belästigung quasi zu schützen. Und es kommt von dem Grad an. Also wenn man sozusagen beim Mittagessen jemand erzählt halt von irgendwelchen Verschwörungstheorien, ist das jetzt doch nicht, da springt nicht sofort der Dienstgeber herbei und macht irgendwas, sondern wenn die Person zum Beispiel die Ressourcen der Firma dafür verwendet, also internes Netzwerk, den Kopierer verwendet, um irgendwelche Pamphlete auszudrücken, die irgendwo aufhängt, also wenn das wirklich etwas ist, wo man sagen kann, das hat auch ein Ausmaß erreicht, dass es andere als belästigend empfinden, dann ist auch der Dienstgeber verpflichtet einzuschreiten. Und das Zweite ist, was die Kunden betrifft. Also das ist jetzt, wenn zum Beispiel in irgendeiner Weise der Ruf der Firma dadurch auch beschädigt wird. Also das kann ja zum Beispiel ein Vertreter sein, der irgendwie im Außendienst ist und vielleicht irgendeine, keine Ahnung, Schrauben verkauft und bei jedem Kunden aber lang und breit irgendwelche Verschwörungstheorien bringt, dann kann das sein, dass die dann draußen sagen, bitte die Firma nicht mehr den Typen. Genau. Also wenn es geschäftsschädigend ist, und auch wenn es schutzbedürftige Klientinnen zum Beispiel betrifft, das können jetzt auch Schüler, Schülerinnen sein, dann ist der Dienstgeber sehr wohl auch verpflichtet einzuschreiten. Es ist jetzt immer die Frage, das Schwierige ist eher sozusagen, vernadere ich meinen Kollegen. Also das im Reellen, also die Fälle, die ich wirklich gehabt habe, ganz reell, wo solche Sachen vorgefallen sind, die haben halt dann gesagt, naja, ich arbeite zusammen mit der Person, ich brauche auch die gute Zusammenarbeit. Zugleich ist auch oft so das Thema gewesen, mir schickt jemand auf meinen Firmenaccount rechtsradikales Material, Videos oder so, und würde dann sagen, ich will eigentlich nicht, wenn das irgendwer das einmal quasi jemand überprüft, ich will nicht auf meinem
Firmenmail solche Sachen haben, genau. Also das ist, und speziell wirklich problematisch wird es, wenn es die vorgesetzte Person diejenige ist, die schwurbelt. Also dann wird es wirklich schwierig. Vor allem bei großen Konzernen geht es besser, dann gibt es meistens einen Betriebsrat, da kann man das auch anonym sich beschweren. Aber das häufiger ist der Fall Klein- und Mittelbetriebe. Also eine Bäckerei mit 15 Angestellten zum Beispiel, wo eben die beiden, das Ehepaar, was das Ganze leitet, beide irgendwo in der Esoterik sind und der Meinung sind, dass halt irgendein Guru kommen muss und alle den Seminar bei dem besuchen oder irgendwelche Geräte aufgestellt werden. Was macht man dann? Da kann man nur kündigen, oder? Ja, also was heißt kündigen? Man kann natürlich versuchen zu sagen, du, das ist nicht meine Meinung, das will ich damit, will ich in der Arbeit nicht in Kontakt kommen, aber in Wirklichkeit ist man halt oft abhängig an. Wenn das irgendwo dezentral ist, ist es einfach wirklich schwierig. Also dann kann man nur versuchen, persönlicher Grenze zu setzen und zu sagen, du, das interessiert mich nicht, da kenne ich mich nicht aus, das will ich nicht. Tapsulator schreibt, die Schulleiterin hat behauptet, dass die Kinder alle mit Absicht durchseucht werden, damit die Zahlen künstlich ansteigen. Das ist jetzt so ein Fall. Das ist wirklich, sind die Schutzbefohlenen ja eigentlich, die jetzt darunter leiden im Zweifelsfall. Also. Naja, gut, also bei der Aussage könnte man ja nur noch so wegen sagen, es ist eine ernstliche Sorge um die Schutzbefohlenen da. Also das ist sowas, wo du echt Also in Österreich ist ein Volksschuldirektor seines Amts enthoben worden, weil er eben bei diesen Querdenker-Demonstrationen dabei war und auch wirklich auch sehr offensiv aufgetreten ist. Der ist sozusagen, also da passiert ja auch etwas. Also das ist jetzt durchaus, glaube ich, auch Lehrpersonen, die da sehr im Unterricht sich da sehr deklarieren, es kann durchaus auch Konsequenzen haben. Polizisten natürlich auch. Also haben wir ja hier in Augsburg, dass es ein Polizist da bei so einer Querdenkerrede eine Rede gegen den Staat gehalten hat, der hat auch größere Probleme bekommen. Ich wollte gerade sagen, was man natürlich machen kann, aber der Direktorin ist natürlich erstmal das Gespräch suchen. Also wenn mein Kind da auf die Schule geht, würde ich erstmal das persönliche Gespräch mit dieser Person suchen. Und dann gibt es natürlich die Option, auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen. Das kann man natürlich tun, ob das was bewegt, ist was anderes, aber es gibt mal eine Stelle, die dann auf die Finger klopft. Und ich will ein Beispiel noch gerade nennen, weil du hast gerade auch E-Mails genannt, die da verschickt werden, Ulrike. Das ist ja auch die Frage, da gibt's dann, kann man es auch ganz banal machen, darf man überhaupt private Nachrichten mit Dienst-E-Mails verschicken oder mit geschäftlichen E-Mails? Und wir haben den Fall vor einigen Jahren mal gehabt, dass uns von einer, ich muss jetzt gucken, was ich jetzt sage, von einer Justizbehörde in Deutschland hat uns ein Mitarbeiter, also Justiz klingt jetzt nach Gefängnis, das war es nicht, also aber dieser Kontext, eine E-Mail geschickt während der Dienstzeit, ganz offensichtlich, von seinem Dienstaccount, in dem Verschwörungstheorien sich befunden haben. Und das waren Beamter und das konnte man auch recherchieren, weil natürlich so Dienstmails, Vorname, Punkt, Nachname, @Einrichtung lauten. Und dann habe ich lange überlegt, was mache ich damit? Und dann habe ich gedacht, kann ich das jetzt stehen lassen? Soll ich da in ein Gespräch gehen? Und ich habe dann tatsächlich bei dem Dienstherren eine offizielle Beschwerde eingereicht. Das muss man namentlich natürlich dann auch machen und muss sagen, warum. Und habe das sehr ausführlich beschrieben, hat dann längere Schreiben aufgesetzt und habe gesagt, dass ich das nicht okay finde, wenn ein Beamter in seiner Dienstzeit im Kontext von Gerichtsbarkeit in Deutschland Verschwörungstheorien verschickt, die auch noch einen rassistischen Hintergrund in Teilen haben. Und das hat dann habe ich das gemacht, dann habe ich gesagt, immerhin habe ich das mal angegeben, habe gesagt, da passiert ja eh nichts. Und dann war es so, dass das relativ lange gedauert habe und dann habe ich vom Dienstherren, das war in dem Fall eine Dame, von der Dienstherren, dann irgendwann ein Schreiben bekommen, das war auch mit einem Füller unterschrieben, also keinen Serienbrief, und das, wo man sich bedankt hat und dass das ein wichtiger Hinweis gewesen ist und dass das zu einem ernsthaften Gespräch geführt hat und dass das auch sozusagen jetzt keine Abmahnung oder sowas gegeben hat, aber dass man das Gespräch da ernsthaft gesucht hat, dass man sich nochmal der Bedeutung das rausgestellt hat, dass man da zu arbeiten hat und nicht Verschwörungstheorien von der Dienst-E-Mail während der Dienstzeit zu verschicken hat. Und dass das jetzt also wirklich auch dazu geführt hat, dass man den Mitarbeiter darüber nochmal in Kenntnis gesetzt hat, was seine Aufgaben als Beamter, das ist ein Beamter, der ja auch auf das Grundgesetz in Deutschland verschworen wird, das ist ja eine besondere Position, in der er diese Person sich befunden hat.
Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich dann nochmal eine ganze Zeit später wir nochmal eine E-Mail bekommen haben von der Privat-E-Mail-Adresse dieser Person, die natürlich ein bisschen angefressen war und gesagt hat, das haben Sie ja komplett falsch verstanden, das finde ich überhaupt nicht gut, dass Sie mich da angeschwärzt haben, bla 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 bla. Ich will das hier nochmal richtig stellen. Das habe ich dann aber einfach auch mal in Sand verlaufen lassen, weil der natürlich wusste, wer sich beschwert hat. Das war ja auch okay. Aber das war mir wichtig, weil ein deutscher Beamter, der in der Gerichtsbarkeit im Grunde genommen arbeitet, kann nicht rassistische Verschwörung. Da muss man sich gegen wehren. Ja, aber ihr müsst alle da draußen immer wissen, was für eine Konsequenz eventuell daraus erwächst. Na klar. Na, also das ist wichtig. Also es ist natürlich grundsätzlich, erstmal würde man immer sagen, das ist gut. Aber denkt wirklich realistisch drüber nach, was das für euch dann bedeuten könnte. Also wir hatten auf Twitter einen Fall, da wurde ich irgendwie verlinkt, weil eine Twitter-Userin geschrieben hat, sie hat, Sophia, hast du das auch mitbekommen, dass da eine Freundin oder was ihr Kind mit MMS spült? Ja, habe ich mitbekommen. Ja? Ich glaube, das war es, MMS. Ja. Und sie hat dann gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und ich glaube, wir haben ihr dann geraten, sie soll doch einfach, also erstens mal das anzeigen, das halte ich in dem Fall für absolut angemessen. Da kurz vorher meine Frau gefragt, die hat sehr weise genickt. Und dann haben wir gesagt, dass sie vielleicht mal Sekteninfo NRW kontaktiert, weil dem Kind vielleicht da auch irgendwie geholfen werden muss und irgendwelche Ratschläge gegeben werden. Und die hat das gemacht, hat sich dann da auch bedankt. Und also ich meine, wenn wir bei solchen Situationen jetzt sind, da muss ich ganz klar sagen, wenn ihr das hinkriegt, also das ist kein Vorwurf, wenn ihr es, ach, es ist schwierig. Doch, also ganz ehrlich, das, ja, in dem Fall, das Leben in Gefahr ist von einem Kind, ja, dann ich meinte, sammelt eure Kräfte zusammen und tut ich was meinte, dagegen. Ich meinte anders, es muss nicht du selbst die Person sein, wenn du dich jetzt nicht traust oder irgendwie Sorgen hast, oder vielleicht sogar, dass dir was passiert, die Anzeige stellt. Wichtig ist nur, dass irgendwas passiert und dass dem Kind im Zweifelsfall geholfen wird, dass das Jugendamt in Kenntnis gesetzt wird und so weiter. Es muss nicht unbedingt zwangsläufig immer du sein, der du was machst, aber sorg dafür, dass was passiert oder dass jemand irgendwas macht. Also man kann sich man kann sich anonym beim Jugendamt melden, grundsätzlich. Wenn du bei der Polizei eine Anzeige erstattest, dann hat die Polizei deinen Namen, aber das heißt nicht, dass die Polizei den Namen dann weitergibt, das tut sie nämlich nicht. Also man ist da schon auf gewisse Weise geschützt. Wenn man jetzt große Angst hat, klar, dann sucht euch im privaten Umfeld Hilfe, aber das sind Fälle, ich finde, da müsst ihr was tun. Da muss man was machen. Das geht sonst nicht. Ja. Übrigens, ein kleiner Hinweis, weil ich die Diskussion mal hatte, bezogen auf Körperverletzungsanzeigen mit jemandem. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber kann es sein, dass wenn die Gegenseite über einen Anwalt Akteneinsicht anfordert, dass sie dann auch die Unterlagen bekommt? Weißt du das, Sophia? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Mm-mm. Also, das kann man aber zum Beispiel erfragen. Also vorher, also da kann man sich vorher erkundigen. Ja. Ich also, meine eigentlich nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Und im Ernstfall spricht eben nichts dagegen, sich, bevor man da tätig wird, sich bei einer Beratungsstelle entsprechend abzusichern. Aber wie gesagt, die Jugendämter, das wollte ich eigentlich auch nur sagen, die Jugendämter tun das ja auch. Also man kann sich auch da beraten lassen und da sind Leute, die sich den ganzen Tag mit sowas beschäftigen und die einem im Zweifelsfall sagen können, muss man das jetzt anzeigen oder wird das Jugendamt jetzt irgendwie tätig? Oder also da kann man mit denen ja auch reden, bevor man da jetzt offiziell was lostritt. Also ich wollte damit ausdrücken, wenn du selbst jetzt nicht die Person bist, die sich traut, aus welchen Gründen auch immer, eine Anzeige zu erstatten, es gibt vielleicht jemand anders, der es tut und es gibt im Zweifelsfall das Jugendamt, es gibt immer was man machen kann. Aber untätig grundsätzlich ist gerade in so einem Fall natürlich das absolut Falsche. Ursuha schreibt, ich habe gestern endlich mal den Mut gehabt, meinem Kollegen zu widersprechen, wenn er seine schwurbelähnlichen Tiraden loslässt. Er ist aus Bequemlichkeit geimpft. Wenigstens das, soweit ist es nämlich schon. Er hält das aber für überflüssig. Und seine Tochter, Achtung, Trigger Warning, Alexa Alexander, seine Tochter, Medizinstudentin, ist nicht geimpft. Und er beklagt sich, dass sie nicht mehr an den Vorlesungen teilnehmen kann. Ich glaube, es hackt. Klimawandel ist nicht so wild, das Waldsterben war ja auch nicht so schlimm. Dank euch und MIT traue ich mich jetzt. Vielen Dank. Das freut mich sehr, aber das war jetzt nicht der Grund des Vorlesens. Ich komme da nicht drüber weg, wenn ich das mitbekomme, dass Menschen, die im weitesten Sinne mit dem medizinischen Sektor was zu tun haben,
sich nicht impfen. Was? What the fuck? Aber andererseits überleg mal, ich meine, wie viele Ärzte und Ärztinnen verschreiben Globuli? Das hat ja auch mit naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen genau nichts zu tun. Da fragt man sich ja auch, wie ja, das möglich ist. Ja, ja, es gibt ja nach wie vor eben, also die Medizin wird nicht als Naturwissenschaft gelehrt oder noch nicht in dem Umfang, in dem sie gelehrt werden müsste. Das mal vorab gegeben. Es gibt viele Universitäten, die das umstellen. Ich bin da jetzt auch schon für gescholten worden, dass ich das immer sage. Da gibt es dann Medizinstudierende, die mir schreiben, das ist bei uns an der Uni ganz anders. Ja. Sehr gut, dass das so ist. Das wird auch allalong überall komplett anders sein. Aber es gibt auch Universitäten, das ist ja nicht nur bei den Medizinern so, sondern auch im Pharmaziestudium, wo im Grunde genommen gesagt wird, das funktioniert. Da wird gelehrt, dass Homöopathie funktioniert. Und da werden dann auch irgendwelche Studien zitiert, die es ja auch gibt. Da muss man dann wissen, dass die unter Umständen gefälscht sind oder unsauber sind oder nicht gut gemacht sind. Das wird aber natürlich dann unkritisch aufgenommen, weil wenn ich das in der Lehre gesagt bekomme, wird es ja stimmen. Dafür bin ich ja an der Hochschule irgendwie tätig. Und deswegen ist ja so der Luxus, dass ich habe das ja vorhin schon mal so gesagt, der Luxus der Wissenschaftstheorie, den wir hatten, dass es das nicht mehr gibt in so verdichteten Studiengängen, ist ein Drama. Das gehört eigentlich sozusagen in eine Grundausbildung rein, dass man das einordnen kann. Und in der Medizin fehlt, das ist auch ein Problem, ein Stück weit die Zeit, weil die Medizin natürlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten so komplex geworden ist, dass du natürlich gar nicht mehr die Zeit hast, Immunologie so ausführlich zu lehren, wie es notwendig wäre. Das heißt, du weißt, Impfungen helfen irgendwie, du weißt auch Nebenwirkungen und dann kommt viel Meinung dazu. Aber so jemand wie der Carsten Watzel oder der Herr Moder, das sind Biologen, die können dir natürlich genau erklären, wie es im Körper funktioniert. Dafür fehlt aber die Zeit, deswegen sind die auch Biologen und haben das studiert. Und das ist ein Riesenproblem. Man darf auch nicht vergessen, wir haben noch gar nicht so furchtbar lange überhaupt eine wissenschaftliche Medizin. Die längste Zeit war Medizin etwas, was auf Erfahrungswissen ein bisschen beruhte und auf, hoffen wir mal, dass es gut geht und auch ein paar schlechten Ideen. Und dass das jetzt alles funktioniert, das ist seit einigen Jahrzehnten so. Und da können wir uns auch alle glücklich schätzen. Aber das ist nicht die längste Zeit, die es in Medizin gibt. Aber um aufs Thema zurückzukommen, ich finde gut, dass du da widersprochen hast. Wieder sofort. Also zum Chat nochmal. Ich finde es gut, dass du da widersprochen hast. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das soll man ja auch tun. Streit vom Zaun brechen muss man ja nicht machen. Und nochmal, wenn der Bürokollege, die Bürokollegin herumschwurbelt, das ist genau wie Ulrike sagt, wenn das Unternehmen auch groß genug ist, kann man natürlich auch mal in einem vorgesetzten Gespräch sagen, ich würde vielleicht gerne mal das Büro wechseln, weil ich fühle mich da im Büro nicht mehr wohl, aus verschiedenen Gründen. Man kann ja sogar sagen, der lüftet immer so viel oder was auch immer. Man muss ja noch nicht mal sagen, der schwurbelt. Mhm. Denn normalerweise haben ja erstmal Arbeitgeber auch eine gewisse Fürsorgepflicht und die wollen ja auch, dass Ruhe im Laden ist. Und auch auf den Weg kann man es natürlich mal probieren, sozusagen vielleicht auch eine andere Bürobesetzung hinzubekommen. Also hier sehe ich gerade einen Beitrag von Ay Caramba Sombrero. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das sofort dechiffriert habe. Das ist nämlich ein Wort. Ich arbeite in einer Firma, in der Schwurbler und Rassisten in der Überzahl sind. Insbesondere bei den Vorgesetzten bis ganz nach oben. Es gibt keine einzige Maßnahme gegen die Pandemie wie Maskenabstand oder ähnliches. Da ich eine schwangere Freundin zu Hause habe, bin ich über eine Infektion besorgt und über meinen Job, wenn ich mich wehren würde. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Es belastet mich immer mehr. Alter. Also das ist genauso ein Beispiel, was wirklich schwierig ist, weil es im Job immer um Machtverhältnisse gibt. Ja. Und das ist natürlich ganz eine andere Liga als jetzt in der Familie oder im Freundeskreis. Und natürlich kann man überlegen, wo ist das Unternehmen angesiedelt? Macht Sinn, eine anonyme Anzeige zum Beispiel zu machen, im Wissen, dass das natürlich auch hinten losgehen kann. Aber es ist innerhalb einer Firma, wenn die Firmenleitung bereits auf dieser Ebene unterwegs ist, hat man keine Chance von innen wirklich was zu verändern. Also das funktioniert dann, wenn sich mehrere Kollegen zusammenschließen und sagen, hey, wir finden das nicht in Ordnung. In dem Fall schwierig, und dann zur Leitung gehen und sagen, wir wollen das. Aber wenn die Leitung selbst schon das Problem ist, dann geht maximal von außen in irgendeiner Form die Firma quasi zu vernadern und zu schauen, ob es da von draußen eine Kontrolle gibt. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ist das ein ganz schwieriger Kannst Punkt. Kannst du nur kündigen. Du musst aber, glaube ich, den österreichischen Begriff vernadern einmal bitte übersetzen. Ach so. Wie sagt ihr da? Verpfeifen. Verpfeifen. Okay.
Vernadern. aber kündigen, Tommy, ich will das, man sollte die Exit-Strategie planen. Ich möchte das ein bisschen eleganter formulieren, denn also erstmal kannst du natürlich dich selber impfen, du kannst eine Maske tragen, dann gucken dich alle blöd an, aber dann sagst du halt, ich möchte das gerne so haben. Damit kannst du dich ja selber erstmal auch ein ganzes Stück weit schützen auf die Händedesinfektion, das brauche ich dir alles nicht sagen, das weißt du. Und dann fängst du jetzt an, dich umzuschauen, wo du dich hinbewerben kannst. Und du kannst, das habe ich ja schon oft in anderen Kontexten gesagt, jetzt anfangen, Bewerbung zu schreiben und eine Exit-Strategie planen. Denn ich stimme Ulrike zu, da wirst du den Laden nicht verändern können. Ja. Aber du kannst natürlich dich mittelfristig verändern. Das würde ich dir dringend anraten, nicht umzuschauen, wo kann ich eventuell noch, aber nicht einfach kündigen und hinschmeißen. Ja, das wäre jetzt auch in der familiären Situation nicht gut. Schon schwierig. Pafnit schreibt, ich arbeite in einer WG mit fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen. Sophia, was ist das? Fremduntergebracht? Ja, das heißt, also das, was man unter einem Heim so allgemein versteht. Okay, danke. Wir haben es heute geschafft, die Eltern der Kinder zu überzeugen, dass die Impfung für die Kinder wichtig ist, und sie haben mir Einverständnis gegeben. Super. Sehr gut. Super, toll gemacht. Ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, der auch im Chat mal kurz hochkochte, wo es hieß, der Kollege ist aus Bequemlichkeit geimpft. Ja. Manchmal ist das alles, was man erreichen kann, dass die Leute sich aus irgendwelchen Gründen impfen lassen. Und dann ist mir irgendein Grund lieber, als sie machen es gar nicht. Ja, das meinte ich. Und wenn ich jemanden überzeugen kann, wenn du geimpft bist, dann kannst du trotzdem mit uns kegeln kommen abends, was du sonst nicht kannst. Dann habe ich auch was erreicht. Also man muss nicht immer das Ziel haben, jeden einer höheren Weisheit zuzuführen. Manchmal ist es schon viel erreicht, wenn man es schafft, dass die Leute sich vernünftig verhalten. Und wenn sie nur sich vernünftig verhalten, weil sie darüber respektiert werden wollen, ist es auch okay. Naja, aber wenn es wirklich ein Haufen von Rassisten ist, so wie es jetzt da geschrieben wird, dann ja, plane deine Exit-Strategie. Es gibt natürlich immer einen Punkt, wo man halt einfach seine Konsequenzen dann ziehen muss. Das ist auch klar. Aber manchmal... Ja, Ulrike? Es gibt halt auch Leute, bei denen kann man nicht kündigen. Also wenn es in der Familie ist oder sowas, dann. Ich glaube, der Unterschied ist einmal, was ist auf der persönlichen Ebene und was ist auf einer staatlichen oder auch in einer Firma, wo man in einer Verantwortung ist. Also wo wir plädieren ja immer sehr dafür, eher das Gespräch zu suchen, freundlich zu sein, eine Kommunikationsbasis zu finden, Verständnis zu haben. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass es genauso wichtig ist, Grenzen zu setzen, zu sagen, wann etwas Unsinn ist, auch selbst jemandem zu sagen, bitte, ich trenne mich von dir, wenn du so eine Meinung vertrittst. Mhm. Also auch das ist absolut legitim. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man nicht immer nur auf dieser Verständnisebene fährt, weil es ist oft sehr frustrierend, dass man sich selber sehr bemüht und die Gegenseite aber mit uns umgeht auf eine Art und Weise, oft in der Diskussion oder sich da breit macht oder mit einer unglaublichen Präpotenz ihre Dinge vertritt. Also ich finde, es ist sehr wohl auch wichtig, das einzufordern beim Gegenüber, entsprechendes höfliches Umgehen. Und jetzt von einer staatlichen Seite, ich finde, da geht es wieder um was ganz anderes. Da ist es ein Holzweg, Verständnis zu pochen. Also so, ich bringe das gesamte Volk dazu, dass sie sagen, wunderbar, das ist eine tolle Maßnahme und wir stehen alle dahinter. Nein, ein Staat ist eine Zwangsgemeinschaft und kein Club Med. Und es gibt einfach Vorgaben und ich meine, dafür wählen wir auch, finde ich, Politiker und Politikerinnen, dass sie sich mit Experten zusammensetzen und gewisse Dinge einfach vorgeben. Ja. Und ich finde, es ist dann schon wichtig, da einen Punkt zu machen also das ist nicht immer diese Idee, dass Verständnis unbedingt, also es ist oft nicht erreichbar. Ich glaube, das ist mir schon ein wichtiger Punkt auch, nicht weil die Menschen dumm sind oder bösartig sind, sondern Menschen sind Menschen. Wir sind halt einfach so und wir bleiben auf unsere Meinungen sitzen und zum bestimmten Punkt muss man es einfach akzeptieren und trotzdem miteinander leben und das auch aushalten. Und bei manchen Dingen muss man was ja wohl eine Grenze ziehen und Also ich das, muss sagen, das hat mich wirklich schockiert. Dieses eine Bild, als der Laschet da während seines, nennen wir es Wahlkampf, da auf einer Bühne stand und dann kam so ein ziemlich bekannter Schwurbler ohne Maske und der hat den auf die Bühne gelassen und hat sich dann damit ihm unterhalten, darüber ohne Maske. Ich fand das desaströs als Signal, desaströs. Ich kann aber das waren Wähler. Das waren Wähler und die haben Angst gehabt, die Wahl zu verlieren. Ja. Das war ein klares Signal. Wählt uns, wir hören auch euch zu. Das hat nichts mit Rationalität. Das ist Wahlkampf, das ist Politik und das ist natürlich nicht schön. Und insofern stimme ich Holm übrigens das auch zu. Also jetzt haben wir 2G, also zumindest wir hier in Hamburg.
Und das ist halt, dann sollen die Leute sich halt impfen lassen, weil sie weiter ins Fitnessstudio gehen wollen. Ja, mir ist das auch mittlerweile egal, warum. Ist mir komplett egal, warum. Und ich will ganz kurz nochmal euch allen Diskussionsfeuer geben, weil ich bin in den letzten Tagen häufiger mal auf TikTok unterwegs, weil ich mir dieses Medium auch angucke. Und es ist erstaunlich, was da abgeht an Corona-Leugnung. Du zeigst mir immer nur die Katzenvideos. Ich zeige dir nur die Katzenvideos. weil jetzt natürlich gesagt, warum ist denn 2G besser? Ich lasse mich nicht impfen, ich bin gesund, ich lasse mich doch testen. Also das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn, wenn die Geimpften auch die anderen anstecken können. Das ist einfach nur mal der Hinweis, dass man infektiös sein kann, ohne dass ein Test ausschlägt. Das geht. Und es ist einfach so, dass geimpfte oder genesene Menschen, also Menschen, die Antikörper gegen das Coronavirus haben, einfach deutlich weniger infektiös sind. Das ist das Ding. Das heißt, man kann auch einen negativen Test haben und irgendwo reingehen und trotzdem ansteckend sein. Und das gilt sowohl für Geimpfte, Genesene als auch Ungeimpfte. Aber die Geimpften und Genesenen sind deutlich weniger infektiös. Und das ist der Grund. Und darüber wird aber gerade endlos diskutiert. Ja, und dieses, warum? Dieses, ja, weil warum, die Leute sich nicht impfen lassen. Weil die Leute sich nicht impfen lassen wollen. Aber ich meine, ein zweiter Grund für 2G ist ja auch, dass man verhindern will, dass die Ungeimpften sich von infizieren, ob jetzt von anderen Ungeimpften oder von Geimpften. Aber man will ja auch nicht, dass die sich infizieren und am Ende auf den Intensivstationen landen, wo wir vielleicht auch noch mal irgendwann hinwollen, weil wir gegen einen Baum gefahren sind. Also an dieser Stelle Infomaterial für diejenigen, die gerne argumentieren möchten. Zum Beispiel aktuell, jetzt kennt ihr das neue Video von MyLab, wo es auch um das Thema Impfpflicht geht. Super Video. Wo sie wundervoll nochmal genau zu dem Thema, was wir hier gerade besprechen, einiges Wichtige gesagt hat. Und ich fand es ganz interessant, weil sie am Anfang des Videos sagt, dass sie eigentlich gegen Impfpflicht im Generellen ursprünglich sich ausgesprochen hat, weil sie gehofft hat, dass Menschen bei etwas, was derartig wissenschaftlich klar ist, wie jetzt in diesem Punkt jetzt, dass sie sich mit Vernunft überzeugen lassen würden. Dann habe ich gedacht, oh Mann, du bist keine Psychologin, weil die Realität zeigt ja, wie wir immer wieder hier besprechen, dass es sehr viel komplizierter ist und dass nur Sachinformationen, wenn das der Punkt wäre, hätten wir überhaupt kein Problem mehr. Aber genau das ist der Punkt, dass nicht alle Menschen einfach auf Sachinformationen anspringen, weil 300.000 emotionale Motive, biografische Vorerfahrungen, selektive Wahrnehmung, Confirmation Bias, also all das hilft uns dann nicht, wenn wir einfach nur mit Sachfakten kommen. Aber trotzdem gerne immer wieder Sachfakten und deswegen verlinke ich in meinen großen Infopaketen zum Beispiel Sprechstunde mit Dr. Hegedüs, Werbung, der immer auch sehr einfach Dinge erklären kann und das und andere Quellen gibt es für Menschen, die tatsächlich noch für Argumente offen sind. Aber die Menschen, die nicht offen sind, weil sie emotional aus welchen Gründen auch immer nicht überhaupt sich überzeugen lassen wollen von Fakten, weil die Fakten sie nicht interessieren. Da muss man den anderen Ansatz wählen, den Ansatz, welches Motiv haben die festzuhalten an ihrem Glaubenssystem. Ja, und die haben alle den einen halbseitig gelähmten Onkel nach der Impfung. Und der arme Mann muss den ganzen Tag durch ganz Deutschland fahren. Das ist ja auch, man soll doch mal den armen halbseitig gelähmten Impfschaden in Ruhe lassen. Ich wundere mich bloß immer, dass das jetzt auch Menschen, die Zahlen brauchen, um Dinge zu verstehen, sich so sehr wundern über unsere Impfquote in Deutschland, weil es hat doch auch, während die Impfstoffe noch in Arbeit waren, immer Umfragen gegeben, wo halt die Frage gestellt wurde, wenn denn der Impfstoff da ist, würden sie sich impfen lassen? Und das lag, meine ich, immer so bei, 60-70%. Warum haben die Leute dann hinterher sich so gewundert, dass es dann auch bei 60-70% gelandet ist und nicht auf einmal wie durch ein Wunder bei 90%? Naja, also ich sag mal so, ich hab ja auch die ganze Zeit gesagt, wir brauchen das Thema nicht, weil die 70%, die wir brauchen, werden wir eh schaffen. Und die 70% haben wir ja auch geschafft. Reicht nicht. Und Delta hat dafür gesorgt, dass wir die 80 oder 90 brauchen. Es reicht halt mit den neuen Varianten nicht. Ich glaube allerdings immer noch nicht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube immer noch nicht, dass es eine politisch realistische Diskussion ist, über eine allgemeine Impfpflicht zu diskutieren. Also wenn wir wenigstens mal durchsetzen, dass vielleicht Polizisten und Krankenpfleger und ähnliche Berufsgruppen vielleicht geimpft werden, das wäre schon mal sehr hilfreich. Und alle körpernahen Dienstleistungen, finde ich. Ja. Ich glaube, nochmal auf Lydia zu sprechen zu kommen, aber das ist auch wieder bei mir wie immer ja tatsächlich Meinung und wenn überhaupt anekdotisch und nicht fundiert. Das ist ein Problem, was ich mit vielen Leuten habe, die wirklich sehr, 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 sehr liberal eingestellt sind, bei denen ich immer diese Unterstellung in meinem Kopf habe, die gehen zu sehr von sich und ihrer eigenen Vernunft aus. Ja. Vielleicht liegt auch falsch, aber sehr, sehr viele Leute, von denen ich sage, ja, du,
bist so liberal und möchtest natürlich gerne deine eigene Verantwortung weiterhin wahrnehmen und deine Freiheit haben und über dich mal, von dir mache ich mal gar keine Sorgen. Ja, du bist nicht mein Problem. Mein Problem sind die Leute, die diese Liberalität ausnützen, um eben Scheiße zu bauen und Bullshit zu verzapfen und Menschenleben zu riskieren. Was ist denn mit denen? Und ich habe, mein Eindruck ist mittlerweile, dass die Regierung dafür da ist, um hier klar eine klare Ansage zu machen. Ich weiß nicht, ob das die Impfpflicht ist, aber zumindest diese Sache, wie jetzt von Holm eben beschrieben, oder von dir, Alexander, körpernahe Dienstleistungen und so weiter und so fort, würde ich befürworten. Aber ja, würde ich ja auch, und finde ich eigentlich völlig absurd, dass das bisher nicht passiert ist. Mhm. Aber jetzt so rein aus dem Persönlichen, in dem Altenheim, in dem ich da heute zu Besuch war, da gibt es eben Pflegekräfte, die sind nicht geimpft. Das ist so, also das haben die uns auch gesagt, Gott sei Dank. Und die sagen auch, naja, wenn wir denen jetzt sagen, ihr müsst euch impfen lassen, dann kündigen die halt. Und dann haben wir ein großes Problem. Ich sage nicht, dass es deswegen, dass man es deswegen anders machen sollte, sondern eigentlich. Es ist einfach ein Missstand. Es ist einfach furchtbar. Und ich merke so, wie mich das auch belastet, einfach zu sehen, überall sind die und die und die Probleme, und ich wüsste gar keine Lösung. Aber das ist, entschuldige Sophia, dass ich dir da, dass ich dir jetzt sehr emotional da reingrätsche. Das ist halt Unsinn. Also erstens hat es in Frankreich genau diese Impfpflicht gegeben, und da haben die auch gesagt, die werden alle kündigen. Mhm. Die haben natürlich nicht gekündigt, weil die ja gar keine Alternative haben. Ja, wenn es ein Altenheim durchzieht, dann wird es ein Problem. Aber richtig, wenn es überall gemacht werden muss, dann sieht die Situation halt auch anders aus. Und dann ist das andere einfach, was ich an dem Punkt, an dieser Diskussion, was mich unfassbar aufregt, und ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben, jetzt koche ich gerade hoch, entschuldigt es bitte. Ich habe Mitte dieses Jahres einen Brief bekommen, sehr geehrter Herr Waschkau, Sie wissen ja, dass ich die Regelung zur Masernimpfpflicht geändert haben. Bitte denken Sie daran, bis uns zu diesem Datum Ihre 2 Masernimpfungen mitzuteilen, weil ansonsten bekommen Sie ab Oktober diesen Jahres kein Geld mehr. Wir werden den Arbeitsvertrag auflösen. So, da hätte ich mich vor meinem Arbeitgeber jetzt auch anketten können und hätte demonstrieren können. Das wäre dem egal gewesen. Ich wäre halt arbeitslos gewesen. Du bist nicht mal in der Patientenversorgung. Und das Gleiche, diese gleichen Regularien betreffen auch Mitarbeiter in der Pflege. Das heißt, die sind alle gegen die Masern geimpft, weil sie es müssen. Also da gibt es ganz klare Regelungen. Physiotherapeuten, diese Masernimpfpflicht wird ja auch gerne so dargestellt, das müssen nur die Erzieher und Lehrer. Nein, das gesamte Gesundheitssystem muss das machen. Und ich bin ja noch nicht mal in der Patientenversorgung tätig, aber mein Arbeitgeber ist in der Patientenversorgung tätig. Und das ist dem Furz egal, das heißt, dass ich nicht... Das heißt, die Schüler müssen auch geimpft sein. So. Das heißt, die Idee, dieses Argument, dass man sagt, okay, dann würden ja die Pfleger aufhören zu arbeiten, ist nicht valide, wenn alle Altenheime oder alle überall, wo Pfleger arbeiten und PflegerInnen arbeiten, es hieße, ihr müsst euch impfen lassen. Dann hätten wir. Das ist die Idee einer Impfpflicht. Du hast dann ja, also natürlich wird es da auch den einen oder anderen geben, die dann kündigen, die werden dann auf TikTok sitzen und weinen, wie schlimm der Staat zu ihnen ist. Aber du bist ja im Grunde genommen dann alternativlos, weil du ja keine andere Möglichkeit hast, mehr zu arbeiten in dem Bereich. Und wir haben hier, das ist die vulnerabelste Population, die wir haben, die älteren Menschen. Auch darüber sind wir uns einig, darum ging es seit Beginn der Pandemie, die älteren Menschen in Schutz zu nehmen. Und dass da eine Regierung, egal welche es war, zu Beginn der Pandemie gesagt hat, es wird nie eine Impfpflicht geben, das war der größte Fehler, den eine Regierung hätte machen können, weil es war völlig klar, relativ schnell klar, für wen das Virus eine große Bedrohung darstellt. Und das war eine ältere Population, und wir haben eine sehr alte Bevölkerung. Da hätten wir ganz anders reagieren müssen. Das ist für mich bis heute ein Ärgernis, dass man da nicht adäquat reagiert hat. Ulrike, gibt es Leute, die sich gibt es Leute, die sich explizit über diesen Themenkreis auch bei dir, ich weiß nicht, melden, echauffieren, Probleme haben? In deiner Wegen Beratung? Allem. Wegen allem. Mein Kaffee ist zu kalt. Auch bei dir, Ulrike. Ich habe kein heißes Wasser. Ja. Verstehe. Red's in der Sackerl und stürmer's vor die Tür, gell? Das sagt man in Wien. Red's in das ein kannte ich noch nicht. Sprich es, ich übersetze, spreche es in ein kleines Säckchen hinein und stelle selbiges vor die Tür. Ein Sackerl. Genau. Sprich es in der Sackerl und stöß vor die Tür. Ja. Genau. Habe ich heute auf Twitter gemacht, hat noch nicht gereicht. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Aber ganz kurz zu der Impfpflicht in Berufsgruppen. Es gab den Fall in Kalifornien, wo die Polizeigewerkschaft gesagt hat,
wenn die Polizisten in Kalifornien verpflichtet werden, sich impfen zu lassen, werden 10.000 Polizisten ihren Dienst quittieren. Es gab dann eine Auswertung, es waren 17. Also das beruhigt mich insofern, ja, als ich denke, okay, dann werden die nicht Altenpfleger los sein, so wenn es dann mal eine Impfpflicht gibt. Aber ich war tatsächlich völlig fassungslos, dass da überhaupt Pfleger arbeiten, die, oder Pflegerinnen, ich weiß es nicht, die nicht geimpft sind. Das ist für mich völlig, also... Und dass da die Berufsverbände auch sagen, ja, das ist auch richtig so. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn man voraussetzen müsste, dass die alle vernünftig sind, wie du schon sagst, Tommy, und sagen, ja klar, ich übernehme ja die Verantwortung. Aber es ist ja leider nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Viele, viele Menschen sind eben nicht verantwortlich oder fühlen sich nicht verantwortlich. Was uns überhaupt nicht zu Bernd Harder bringt, aber ich finde, du hast schon sehr lange nichts mehr gesagt, aber gelegentlich mal so Geräusche gemacht, wo ich dachte, da möchtest du gern was sagen, aber ich habe dich nicht aufgerufen. Ich habe nur Hunger, also... Aber ich würde vielleicht gerne da in dem Kontext einen kleinen... Also ich kann schon was, wenn du... Du musst dem Bernd immer du hast so zu lange gezögert. Nein, du musst dem Bernd immer erstmal einen Moment geben, dass er einmal kurz sagt, ist mir doch egal, dann gut, warten dann wir kurz jetzt, und jetzt bist du dran. Dann mache ich jetzt ein Schlusswort und dann gebe ich auch sofort weiter an Alexandra. Ja, also wie gesagt... Alexa, ich bitte dich. Verzeihung. Ist alles Bernhard. Das Gleiche, komm, weiter. Bernhard. So, jetzt aber. Ich sagte ja, ich hatte am Wochenende da ein Interview mit diesem Verschwörungsausflug aus Wien. Das erscheint im nächsten Skeptiker. Und mich hat am allermeisten, mich haben nicht so die üblichen Fragen interessiert, sondern es würde die beiden, unsere beiden Autorinnen jetzt vielleicht freuen. Ich habe ihnen explizit gefragt, kannst du das, was in diesen ganzen Büchern da steht, aus deiner Erfahrung bestätigen oder sind das reine psychologische Luftschlösser, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben? Und er hat es im Grunde in allen Punkten bestätigt, dass es stimmt. Also er hat sowohl gesagt, das, was die Psychologen schreiben über die Gründe, sei richtig. Also bei ihm, was Ulrike am Anfang gesagt hat, bei ihm sei es ganz stark Komplexitätsreduktion und Selbstaufwertung gewesen. Also er wollte was Besonderes sein und er ist mit der Komplexität der Welt nicht klargekommen. Also das sei definitiv richtig. Und zum Ausstieg hat er im Grunde genau das gesagt, was Holm und Ulrike in dem Buch schreiben. Es war nicht das eine große Gespräch, er hat dann genau geschildert, ganz viele Leute haben versucht, mit ihm zu reden, das, was Ulrike am Anfang gesagt hat. Alle haben versucht, ihn 2-3 Stunden lang mit Fakten zu erschlagen. Er hat nach 5 Minuten nicht mehr zugehört, nichts davon hat irgendwas genutzt. Was ihm was gebracht hat, waren die vielen, vielen kleinen, so hat er es genannt, Nadelstiche. Immer mal wieder da eine Bemerkung und der sagt mal was und der fragt, sag mal was, ja, warum ist denn das so wichtig für dich? Warum, was ist denn mit dem QAnon da? Was bedeutet denn das für sich? Warum interessiert dich das überhaupt? Ich habe das noch nie gehört, ist doch scheißegal, ob es das gibt oder nicht. Solche Sachen, also immer mal wieder eine Bemerkung und dann kommt man von dem was und dann liest er in dem Buch was und da ist da ein Facebook-Kommentar und also das sind so viele, viele Sachen, die aber, also das hat schreiben Holm und Ulrike ja auch ganz explizit in dem Buch, zusammensetzen muss er sich das alles allein. Das nimmt die letzte Arbeit muss er dann leisten. Er muss das für sich zusammensetzen irgendwann, wenn er viel, viel Zeit und Lust dazu hat. Was man von außen tun kann, ist das, was Holm und Ulrike schreiben, dieser berühmte kleine Riss im Denksystem. Das kann jeder von uns leisten. Mehr sollte man aber auch nicht erwarten. Mit Glück. Mit Glück auch das. Dann auch noch nur mit Glück. Mehr sollte man nicht erwarten, aber das Gute daran, das kann jeder von uns tun. Das kann man mit jedem, auch wenn man es gar nicht weiß, das ist ja auch so ein Punkt, kriege ich im Blog ganz oft. Ich finde das toll, was du da machst. Vielen Dank für den Blog. Aber ich kann das nicht. Ich habe das 2-mal versucht und dann habe ich aufgegeben. Und ich sage immer, nein, das ist Unsinn. Sie wissen nicht, was Sie damit bei Ihrem Gegenüber erreichen. Machen Sie einfach weiter. Schreiben Sie es völlig egal, ob Sie eine Reaktion kriegen, welche Reaktion Sie kriegen, ist völlig egal. Sie haben keine Ahnung, was Sie damit bei Ihrem Gegenüber unter Umständen in 1-2 Jahren, Monaten, Wochen bewirken können. Punkt. Wow. Cool. Sophia, auch so ein bisschen schlusswortesk. Alexa eigentlich, aber... Ja, aber weil wir gerade bei deinem Buch waren. Jetzt, wo du das Buch gelesen hast, ich weiß ja, du bist zumindest jetzt, was so Streaming-Serien und so weiter angeht, ein Mensch. Du möchtest gerne Harmonie und dir wäre das am liebsten, wenn die alle immer Kuchen trinken und nett zueinander sind. Jetzt hast du dieses Buch gelesen und ich habe so ein bisschen für mich das Fazit rausgehört, so richtig viel direkt kann man jetzt nicht ausrichten. War das jetzt für dich eher niederschmetternd oder ist es eher hoffnungsspendend gewesen, was du da gelesen hast?
Oder ist es einfach Info und die Psychologin liest? Ich sag ja, lest es bitte alle. Das würde ich ja nicht machen, wenn das ein niederschmetterndes Buch wäre. Das jetzt. Also was ich tatsächlich sagen muss, ist, ihr habt am Anfang eine, ich nehme mal an, fiktive Person beschrieben in ihrem Alltag, die auf so lauter kleine bis größere Schwurbeleien trifft. Und diese Geschichte fand ich so gut erzählt und so anschaulich und vor allem so realistisch, dass ich danach erstmal eine Pause gebraucht habe. Das fand ich tatsächlich, das habt ihr einfach zu gut gemacht und das fand ich tatsächlich schwierig. Zu gut. Das war zu gut. Also so für mich, für meine Seele. Aber was ich... Also meine Freundin sagte, das ist so eine perfekte Mutter, die du da beschrieben hast. Die ist nicht realistisch. Die ist viel zu gut. Aber es ging natürlich auch darum, dass die eigentlich alles richtig macht und mehr trotzdem so das, ständig aufläuft. Ja. Genau, also mehr so dieses Umfeld, in dem es dann dauernd irgendwo... ich fand ganz gemein, also es waren viele, viele Schwurbeleien und dann ist da ein Vater, den sie sowieso so ganz nett findet und der auch sagt, ja, ach, die... lass doch die da mit ihren Globuli, das ist doch alles Quatsch. Und ich habe so innerlich aufgeatmet und gedacht, ach, sie hat einen Verbündeten, wie schön. Und ich hätte es mir denken können, schließlich hat Holm das Buch mitgeschrieben. Dann war der natürlich, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, auf jeden Fall war es dann, nein, du musst es doch ganz anders machen, das muss man genau irgendwie astrologisch machen oder was weiß ich. Jedenfalls stellte sich heraus, der ist eigentlich noch schlimmer als die anderen. Also das war schon für meine zarte Seele sehr, sehr schwierig. Weil ich ja Happy Ends mag und so, das fand ich nicht so gut. Aber ich finde, dieses Buch ist insofern ganz, ganz fantastisch, weil es beruhigt. Also weil ich finde, es wirklich wichtig zu sagen, ne, du kannst nicht die Welt retten und das, was Bernd auch gesagt hat, sondern du kannst in kleinen Stücken vielleicht doch was bewirken. Also es ist sehr viel Praktisches dabei, was man für sich mitnehmen kann. Es sind ganz, ganz tolle, wirklich nur kurze Denkanstöße, wo man, wenn man möchte, kann man das dann nach jedem Kapitel mal weglegen und drüber nachdenken, muss man aber nicht. Aber gerade das finde ich gut, einfach, was ihr geschrieben habt, ist, es ist so wahnsinnig schwierig, seine Meinung zu ändern und seine Überzeugung zu ändern. Und das ist was so Selbstverständliches. Und das wissen wir alle von uns, also was weiß ich schon, alleine ne, Beziehungsende nach mehreren Jahren ist ja schwierig, weil dann war ich ja jahrelang mit einem Idioten zusammen. Also solche Sachen. Ne? Es ist für alle, für uns alle schwierig und für die Menschen eben auch. Und das fand ich, das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, dass ihr es geschafft habt, die Probleme aufzuzeigen und zwar wirklich richtig aufzuzeigen und trotzdem eine Brücke zu bauen und trotzdem zu sagen, ne, wir haben alle diese Mechanismen, die führen halt nur nicht bei uns allen zu Schwurbeleien, aber wir sind jetzt nicht unbedingt in dem Sinne besser als die, wir machen es halt nur anders. Und das fand ich ganz, ganz toll. Kann sein, dass man euch das vielleicht auch mal vorwirft und sagt, ihr wart da nicht radikal genug oder nicht konkret genug. Glaube ich aber eigentlich nicht, weil ich finde, das hilft wirklich, dieses Buch zu lesen, um ein bisschen durchzuatmen und sagen, okay, ich muss nicht so viel schaffen. Ja, ich kann zum Beispiel meinen Ex-Partner, ich kann das nicht schaffen, den zu ändern. Auch wenn ich das jetzt unbedingt für meine Kinder will, ich kann das nicht leisten. Und ich muss das auch nicht leisten. Aber ich kann Beziehungsangebote machen, ich kann mit ihm in Kontakt bleiben, ich kann gucken, dass es meinem Kind gut geht und. Also ich finde, dass ihr das ganz großartig beschrieben habt, auch ne, wo ist die Grenze, wo muss ich sagen, nein, hier geht's so und nicht weiter, das habt ihr ja schon auch klar gemacht, aber es ist ein Buch, was entlastet und viele Denkanstöße gibt und was auch insofern Hoffnung macht, weil man weiß, man ist nicht alleine. Also das finde ich, das hilft schon auch, weil ihr einen so mitnehmt und auch diese, natürlich helfen einem auch die Beispiele, dass man sieht, es gibt Menschen, die kommen da raus. Also die gibt es ja schließlich. Ja. Also natürlich sind es Einzelfälle, aber die sind da. Das ist tatsächlich etwas, was mir immer wieder Hoffnung spendet, wenn ich wirklich merke, so wie jetzt heute die paar Sachen, die ich vorgelesen habe, dass das schon einen Effekt hat. Und das hilft wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also bitte spart nicht mit diesen Beispielen, das ist für uns echt großartig. Und toll, dass euer Buch bei meiner Frau so gut ankommt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Sophia, schreibst du da noch eine Rezi dann
bei Amazon und Co. Ja. Sehr gut. Wenn ihr das, stimmt, wird es ein Hörbuch geben? Also, wir haben sicherlich nichts dagegen. Okay. Bei Quantenquark war es dann so, dass Springer nach 2 Jahren gesagt hat, wir könnten uns das vorstellen. Also wahrscheinlich nicht sehr zeitnah. Aber da Springer das schon mal bei einem Sachbuch und einer Beteiligung gemacht hat, würde ich es jetzt auch nicht ausschließen. Schauen wir mal. Also ich glaube, je mehr Leute vielleicht auch mal auf Twitter sagen, ich würde ein Hörbuch hören wollen, desto eher... Liest es dann wieder die Alexa mit dem Holm? Ulrike und Alexa, ja, Ulrike, du darfst dann, alle österreichisch gefärbten Fälle lesen. Das entscheidet ja am Ende der Verlag. Was ich übrigens noch ganz, ganz schön fand, was eigentlich so Ulrike in ihr Schlusswort reingebracht hat, jeder, der sozusagen von der anderen Seite kommt, ist herzlich eingeladen, alles, was wir da geschrieben haben, auch gegen uns einzusetzen. Ja, eigentlich, wenn das ist, was es braucht, dass man in einen vernünftigen Dialog kommt, es geht halt nicht um ein Buch mit Rhetoriktricks. Also wer die Dose zum Aufmachen und damit überzeugst du jeden erwartet, ist falsch. Also das, hier wird das Hörbuch massiv gefordert übrigens. Also ich glaube, 10 Hörbücher hätten wir schon mal weg. Lydia, dein Schlusswort. Nein, aber ich muss immer am Ende noch was loswerden. Ja, los. Obwohl wir ja gesagt haben, dass viele emotionale Faktoren, und das ist ja auch ein großer Teil des Buches, eine Rolle spielen und es keine 0815-Strategie gibt für eben die Diskussion. Dennoch sind ja Fakten nicht unwesentlich, wenn man mit Menschen redet, die eben nicht emotional komplett auf einer Seite stehen, sondern tatsächlich unsicher sind, weil sie nicht wissen, wie sie sich eine fundierte Meinung bilden können. Und erstens nochmal immer meine Überlegung, es wäre so toll, wenn wir diese Grundlagen in der Schule vermittelt bekommen hätten, weil ich immer wieder bei Facebook feststelle, dass hätten die Leute diese Grundvorstellung von, wie funktioniert Wissenschaft wirklich, dann wäre es für diejenigen, die nicht aus Glaubensgründen, sondern wirklich aufgrund von Unsicherheit nicht wissen, was jetzt eine fundierte Quelle ist, einfacher, das herauszufinden. Also ich glaube, da könnte man für die Zukunft noch sehr gesellschaftlich nachoptimieren und dann hätten wir vielleicht zumindest einen gewissen Prozentsatz, der dann selber herausfinden würde, was faktenbasiert auch einfach ist und was nicht faktenbasiert ist. Das wäre großartig und deswegen das MyLab-Video zum Beispiel ist auch sehr gut für Diskussionsgrundlagen und dementsprechend, man kann ja auch versuchen, mit guten Argumenten trotz allem noch ein paar Leute zu erreichen, sollte man nicht komplett sozusagen vergessen. Und persönliche Message, ich möchte sagen, dass ich mich sehr freue, dass Caspar David Niedlich wieder da ist. Ja. Ganz persönliche Message, ja, sorry. Genau. Also das war es auch von meiner Seite. Sehr. Der aber sagt, wir sollen zum Ende kommen, er muss Pippi. Mal wieder. Ja, mal wieder. The Great Pumpkin 70 schreibt eine Rezension von Sophia auf Amazon, wäre wichtig. Es gibt nämlich eine zu Fakt und Vorurteil und die ist schon mal schlecht. Das heißt also, alle, die das Buch gelesen haben und die es gut fanden, schreiben bitte verteilen mindestens Sternchen und schreiben mindestens den Satz, ich fand das Buch hervorragend, das reicht manchmal ja auch schon. Ja gut, also genau, die eine Rezension ist ziemlich offensichtlich von jemandem, der das Buch nicht gelesen hat. Für den war eigentlich nur der Anstoß, eine schlechte Rezension zu schreiben, dass ich zu den Autoren gehöre. Also es war wahrscheinlich nur bis zum Wort Fakt gekommen. Und ich möchte noch was sagen zu Rezensionen, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen Hemmungen haben. Ah, da muss ich jetzt eine Rezension schreiben. Hä, was schreibe ich denn da? Und da steht es drin. Es reicht wirklich ein Satz. Mhm. Es reicht wirklich. Es hilft diesem Buch immens. Und es muss kein irgendwie eloquenter Satz sein, sondern wenn es einfach ein Satz ist oder zwei, das reicht wirklich und das ist sehr, sehr hilfreich. Ihr müsst da keinen Roman schreiben und nicht irgendwie was wahnsinnig Inhaltsvolles, sondern es reicht, wenn ihr schreibt. Mir hat es geholfen, ich fand es super. Genau. Ich merke bei den Reaktionen her, dass viele aus der Esoterik-Szene sehr gekränkt sind, dass im Untertitel vorkommt Kommunikation mit Esoterikern, Fanatikern und Verschwörungsgläubigen. Und mehr brauchen die nicht lesen. Also die sagen, wie komme ich dazu, dass ich in einem Zug mit Fanatikern und damit ist es für sie bereits ganz schlimm. Und ich merke auch schon in so Mediendiskussionen, die ich habe, die rufen dann an und dann stundenlang Monologe halten, wie missverstanden sie sich fühlen. Also das provoziert einfach, ohne dass es irgendjemand liest, anscheinend aus einer gewissen Ecke schon ganz viel Widerstand. Ja, also das ist bei einem Lied, was ich gemacht habe, auch ganz interessant. Da zähle ich nacheinander verschiedene Dinge auf, die ich scheiße finde, Nazis, bla 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 und so weiter. Und es gibt immer wieder Leute, deswegen habe ich die Kommentare bei YouTube irgendwann einfach deaktiviert,
die quasi eines davon sind, dann aber automatisch auch alles andere auf sich beziehen. Und dann zum Beispiel sagen, weil ich jetzt nicht impfe, bin ich also ein Nazi. Und dann sind die komplett beleidigt und dann ist es irgendwie vorbei. Wobei man dann immer sich fragen muss, wie kommst du denn da drauf? Oder wieso fühlst du dich bei Nazi eigentlich angesprochen? Das ist nur so eine Frage von mir. Die stelle ich jetzt aber nicht mehr, weil die Kommentare sind abgeschaltet. Ich habe die Faxen dick. Schlussworte. Weiter geht's. Bernd, du hast genickt. Das sah gut aus. Du hast schon eins gemacht. Ah, du hast schon eins gemacht. Bernd, vergiss, was ich gesagt habe. Alexa. Ja, ich würde als Schlusswort vielleicht noch einen Tipp loswerden wollen, der mir in letzter Zeit geholfen hat. Frust rauslassen ist gut. Ich bin die letzten Tage immer durch die Wohnung gelaufen. Manchmal hat es Alexander mitgekriegt und habe vor mich hingeschimpft, weil ich mit der Gesamtsituation unzufrieden bin. Ich war nicht der Grund für das Schimpfen. Nein, ich wollte gerade fragen. Aber ich musste Scheiße. Mal verschiedene Dinge rauslassen. Ich dachte mir, es ist schöner, wenn ich das im stillen Kämmerlein vor mich hinschimpfe, anstatt es dann in den sozialen Medien rauszulassen. Und ich war heute wieder kurz davor, eine Reihe sehr böser Tweets zu schreiben und mich furchtbar über alles aufzuregen. Das hat Alexander dann für mich gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und habe dann mich im Gegenteil dazu entschieden, einfach mal Danke zu sagen an all die tollen Leute, die ich so kennen darf und die so in meinem Umfeld sind, weil da sind wahnsinnig viele tolle, liebe, kluge, umsichtige Menschen. Und denen habe ich, und das kann ich an dieser Stelle nochmal wiederholen, einfach mal Danke gesagt. Danke, dass ihr da seid und danke, dass wir mit euch zusammen Dinge machen können. Und das ist total toll. Und das ist eine Strategie, aus der kann man zwischendurch bei allen den Schwurbeleien um uns rum auch mal Kraft schöpfen. Und dann setzt man sich mal 5 Minuten hin und ist dankbar. Und dann kann man sagen, so, jetzt aber wieder Anti-Schwurbel, go. Anti-Schwurbel. It's on. It's on. Und Alexander, tweet mal was. Ja, ich vielleicht als ja. Schlusswort, ich war heute nicht gut drauf den ganzen Tag über, ich war ja das Gegenteil, habe mich aber sehr auf den heutigen Abend gefreut, weil ich erstmal euch alle sehe, das tut mir immer gut und natürlich auch weiß, dass da viele Leute zuschauen und du hast ja ein paar Nachrichten schon vorgelesen, also dass ich wusste, mir geht es nach dieser Sendung besser, weil es diese Sendung gibt und ihr alle hier und ihr da alle da draußen, das hat mir geholfen, über diesen Tag zu kommen. Trotzdem muss ich zwischendrin schimpfen und ich würde ganz gerne dann so ein bisschen den formalen Rahmen noch halten, weil wir gebeten worden sind von unseren Freunden von der Jeff nochmal auf 2 Links hinzuweisen. Das werden die lieben Mods jetzt nochmal machen, nämlich einmal auf die EU-Krisenreaktion der Europäischen Union hinzuweisen. Ja, sie schon. Und die Bekämpfung von Desinformationen, also auch da kann man ja immer wieder mal nachschauen. Das gibt auch dann so ein bisschen den Glauben zurück, dass es irgendwo in irgendwelchen Regierungen dann auch noch Menschen gibt, die sich doch noch kümmern wollen. Das hilft mir dann auch immer mal so diesen Gedanken zu haben. Und dann mache ich nochmal gleich weiter mit der großen Verkaufsrunde. Also alle bitte Fakt und Vorurteil kaufen, das versteht sich von selbst. Ich weiß nicht, ob du noch erwähnst, dass deine Frau heute eine Buchpremiere hast, Tommy. Du hast aber vergessen, sie vorzustellen. Deswegen nehme ich mir mal raus, auch nochmal auf das heute erschienene Buch, was im Wesentlichen von deiner Frau geschrieben worden ist, hinzuweisen. Kohlrahm die schwarz. Die machen wir später. Genau. Das ist unfassbar. Ich habe heute 2 wunderschöne Danke, Tweets. Alexander. Ich habe 2 wunderschöne Tweets verfasst und eins habe ich sogar mit unserem gemeinsamen Geld, Sophia, mit Werbung unterstützt. Ja, wie schön. Danke. Gerne. So, ja, aber das, erwähnt hast du es nicht. Nee, das wollte ich am Ende machen, aber vielen Dank. Nein, ja, das natürlich. Buch, das Buch heißt Kohlrahm schwarz. Sophia hat es geschrieben und der Christian von Aster und ich haben die Basis dafür gesetzt mit einem Hörspiel, das auch Kohlrahm schwarz heißt. Verrückt. Und es ist wirklich beeindruckend großartig geworden, Sophia. Vielen, vielen Dank, dass du aus diesem Ding ein Buch gemacht hast, das wirklich ein Buch ist und nicht einfach ein nacherzähltes Hörspiel. Ich bin wirklich, wirklich total beeindruckt und total glücklich damit. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Lest es, das macht wirklich Spaß. Auch Leuten, die das Hörspiel kennen, macht es Spaß, das Buch zu lesen. Und es ist vor allem deswegen so schön, weil es ein Genre-Mix ist aus Alexa, Alexander, ihr kennt es. Ja, Horror, Krimi, ja. Comedy, ja. Akte X, Mystery, alles. Ja. Märchen, super. Lokalkrimi, ja. Lustig, alles. Dingen. Das ist ein Buch, das Buch, das alles ist. Genau, sollte man gelesen haben, aber ist nicht für Kinder. Genau. Geht noch weiter, also nachdem dann Tommy jetzt auch endlich auf das Buch seiner Frau hingewiesen hat, das heute, Gratulation übrigens zur Veröffentlichung, liebe Sophia, mache ich dann nochmal weiter, das wäre nämlich am Donnerstag, ich mache nochmal den Ausblick auf die nächsten Sendungen, am Donnerstag haben wir alle bekloppt, da freue ich mich sehr darauf, dass ich das mit Sophia und
Tommy ist vielleicht auch dabei. Das werden wir nachher besprechen. Alle bekloppt machen. Und in eigener Sache noch der Hinweis, dass Alexa und ich nächste Woche für die Volkshochschule in Hannover nochmal einen Vortrag darüber halten, wie Fake News die Demokratie gefährden können. Das ist der zweite Vortrag und das erwähne ich, weil man da online teilnehmen kann. Und da kann man, also da können auch alle teilnehmen, wenn sie wollen. Werde das in den nächsten Tagen auch nochmal über Twitter jagen, habe den Link jetzt gerade nicht parat. Aber wann ist das denn? Nächste Woche Mittwoch abends um 19 Uhr, 19.30 Uhr, so die Größenordnung, werde ich nochmal twittern. Und am Donnerstag nächste Woche sind wir hier in Hamburg, in der Nähe von Hamburg in der Rheinbeek, aber da ist die Veranstaltung ausgebucht, weil sie aktuell noch in Präsenz geplant ist und es da nur ein paar Plätze gab. Das geht auch nicht, weil da ist totgequatscht, entschuldige. Also ja, irgendwo nächste Woche Donnerstag. Ja, meine ich ja. Genau. Also totgequatscht, verstehe. Lydia, hast du irgendwas, worauf du aktuell hinweisen kannst oder möchtest? Aus deinem eigenen Schaffen vielleicht? Aus meinem eigenen Schaffen jetzt gerade tatsächlich nicht, aber wenn es euch nichts ausmacht, werde ich nochmal meine persönliche Begeisterung zu der Sprechstunde Dr. Hegedüs hier kundtun, weil der auch sehr vieles von Herr Awey, der leider immer noch von Lübbe hofiert wird, widerlegt hat und gezeigt hat, was für ein Bullshit das ist, was da alles nachzulesen ist in diesem Buch von leider immer noch meinem Verlag. Und deswegen nehme ich die Gelegenheit gerne nochmal wahr, um hier zum Abschluss nochmal auf YouTube Sprechstunde von Dr. Hegedüs hinzuweisen. Hegedüs, so wie man es spricht? Genau, H-E-G-E-D-U-S, okay. Hegedüs. Und bei YouTube eingeben, Sprechstunde Hegedüs, dann findet ihr das. Sag mal, das Buch Fakt und Vorurteil, wenn man das signiert haben will, gibt es da Möglichkeiten dafür, ihr beiden? Die nächste Con. Ja. Die nächste Con auf alle Fälle. Ich mag jetzt nicht sagen, schreibt mich alle an, weil es ist natürlich auch relativ schwierig, das über also Österreich und beiden vor allen Dingen dann signiert zu kriegen. Also vielleicht könnt ihr ja mal kreativ drüber nachdenken, weil das schon immer wieder Dinge sind, die Leute ganz großartig finden. Aber es hilft auf jeden Fall schon mal, das Buch zu haben. Und dann kann man ja vielleicht erstmal nach Österreich fahren und dann einen der Vorträge. Die Capcom ist ja in Wien. Die nächste Capcom nächstes Jahr ist in Wien. Siehst du, also? bitte. Sehr da, leibend. Herzlich willkommen. Und eben, das ist vielleicht von Hamburg ein bisschen weit, aber es kommen ja nicht alle aus Hamburg. Bernd, was gibt es denn von dir Aktuelles? Der nächste Skeptiker kommt raus, da hast du dieses Interview gemacht. Ja, genau. Also noch etwa 4 Wochen. Ja, ich hoffe, dass ich noch ein anderes Interview kriege mit Florian Schröder, mit dem Kabarettisten. Mhm. Der hat auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch geschrieben, Meinungsfreiheit, also Schluss mit der Meinungsfreiheit, heißt das Buch. Er meint aber genau das Gegenteil. Ja. Bernd, meinst du zufällig dieses Buch? Ja, zufällig meine ich das, ja. Und das liegt hier zufällig deswegen, weil ich ihn letzte Woche getroffen habe. Ich habe das Foto gesehen, er ist sehr groß. Oh. Ja, und ich bin nicht so groß und das erkennt man hier in, wenn wir nehmen, aber auf jeden Fall, Bernd, vielleicht kann ich da ein bisschen weiterhelfen, möglicherweise. Ja, er hat sich schon bereit erklärt. Der ist super nett, ne? Es ist noch, ist nur eine Zeitfrage, vielleicht schaffen wir es für den nächsten Skeptiker, ja. Und die nächsten 3 Bücher von dir, Bernd, kommen wann? Im Januar, Februar, März. Danke. Wunderbar. So, ich glaube, das war es dann auch mit unserem Werbeblock. Also es kommen so viele Dinge jetzt demnächst raus, so viele Hörspiele. Bitte folgt bitte gerne mir auf Twitter und schaut euch bitte all meine Reklame an. Es ist wirklich geballt. Lord Schmetterhand, Mara und der Feuerbringer, Kohlraben Schwarz 2. Es ist so viel Zeug, dass ich mich schon vorab in einem Tweet mal entschuldigt habe, dass jetzt demnächst viele Reklame kommt und sie sollen mich doch einfach stumm schalten. Vielen Dank, dass dann so viele geantwortet haben. Wir werden dich nicht stumm schalten und das alles leidend ertragen. Vielen herzlichen Dank. Aber klickt bitte auch auf die Links, weil dafür brauche ich es ja. Gut. Dankeschön. Kauft das Zeug. Kauft doch das Zeug. Es ist alles geil. Alles, was von uns kommt, ist geil. Ich sag's einfach mal, wie es ist, ja. Alles. Es ist egal. Podcast, hier, Buch, bam. Ja, ist alles geil. Ist alles geil. Schmeckt gut, ja. Kannst du einfach kaufen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Was ist nächstes Mal dran? Irrwege der Psychologie und Psychiatrie. Endlich. Wie ist die Besetzung? Lydia Benecke, Huxilla, Moment, ich muss das Dokument wechseln. Robert Miestl und der Holm. Holm. Sehr gut. Das klingt gut. Der Bernd fehlt, aber der hat ja Urlaub. Der muss dann Edeka putzen gehen.
Vielen Dank. Ja, ich mache Inventur allein. Ja, allein Inventur. 5,80 €. Bis zum nächsten Mal. Da ist wieder eine Gin-Lieferung. Das sehen wir auch. Ciao.